Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 121 vom 10. Dezember 2018. Und wir begrüßen euch wie in jeder Woche zu unserem Rückblick auf die politische Lage in Deutschland und der Welt. Und wir, das sind Ulf Burmeier, das bin ich, und mit mir zusammen sitzt vor dem Mikrofon Philipp Banse. Ich bin Journalist, ganz herzlich willkommen. Und das Thema dieser Woche ist natürlich der CDU-Parteitag, der in Hamburg stattgefunden hat. Darüber reden wir gleich ausführlich nach einer kurzen Unterbrechung. Werbung. Ford ist einer der führenden Nutzfahrzeugproduzenten in Europa und hat nun zwei seiner bekanntesten Modelle ein Update verpasst. Der neue Ford Transit Connect und der neue Ford Transit Courier sind wirtschaftlich, leistungsstark und zuverlässig und sie fahren sich fast wie ein Pkw. Standard bei allen Ford Connect Modellen ist das überarbeitete 6-Gang-Schaltgetriebe mit Start-Stopp-System. Und es gibt auch ein umfangreiches Angebot an serienmäßigen und optionalen Assistenzsystemen gegen Aufpreis, die einem das Leben echt leichter machen. Beispielsweise erkennt der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer Verkehrsschilder und passt das Tempo an. Und der Einparkassistent manövriert das Auto in Parklücken und zwar längs zur Straße und quer. Beide Modelle entsprechen außerdem der modernsten Abgasnorm Euro 6D. Temp. In den Laderaum könnt ihr rund 3,5 Kubikmeter Kram laden. Das ist ungefähr ein Fünftel eines Grauwals und der darf dann gut 800 Kilo wiegen. Mehr Informationen, Ausstattungsoptionen und Modellvarianten findet ihr unter ford.de/Nutzfahrzeuge. Werbung. Ja, das Thema der Woche ist CDU-Parteitag, haben wir schon gesagt. Wir machen am Anfang natürlich wie gewohnt die wichtigsten Fakten, Ulf. Es war ein extrem knappes Ergebnis im Kern. Im Blickpunkt stand natürlich die Neuwahl der Vorsitzenden. Wissen wir heute, es hätte auch ein Vorsitzender werden können. Ist es nicht geworden. Nötig für die Mehrheit wären oder waren 500 Stimmen dieser Delegierten beim Parteitag im ersten Wahlgang. Da gab es keine ausreichende Mehrheit, da gab es nur AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz waren weiter, weil sie die meisten Stimmen bekommen hatten, aber eben nicht über 500. Und Jens Spahn, der Gesundheitsminister, der wurde achtsamer beachteter Dritter, ist dann aber ausgeschieden. Im zweiten Wahlgang hat dann Frau Kramp-Karrenbauer 52% der Stimmen bekommen. Insgesamt waren es 517 der 99 abgegebenen gültigen Stimmen. 999. Von 999 abgegebenen gültigen Stimmen, Merz hat 482 bekommen. Also 18 Stimmen mehr oder über den Durst, 17 Stimmen über den Durst. Das war dann doch denkbar knapp, oder? Das war denkbar knapp. Ehrlich gesagt war das aber ja auch erwartet worden, dass es einfach ein spannender Wahlparteitag werden würde an dieser Stelle. Das hatten wir in der vergangenen Woche ja auch schon so ein bisschen vorberichtet. Das Ergebnis zeigt aber natürlich sehr deutlich, dass die CDU zurzeit eine ziemlich genau in der Mitte gespaltene Partei ist. Wir kommen gleich noch zu den weiteren Folgen, die das jetzt haben wird und zu den verschiedenen politischen Implikationen. Zunächst mal aber wollen wir uns auch an dieser Stelle quasi von Angela Merkel verabschieden, so wie das der CDU-Parteitag getan hat, jedenfalls als Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Sie bekam Standing Ovations vom Parteitag. Etwa 10 Minuten lang wurde sie gefeiert, wurde ihr gedankt für ihre Arbeit an der Spitze der Partei. 18 Jahre hat sie die CDU geführt, musste dann schließlich und endlich auch ein Tränchen verdrücken, wobei die Presseberichte schon auch darauf hindeuteten, dass sie zwar einen respektvollen Abschied bekommen hat, aber letztlich keinen furchtbar emotional. Ne? Wie gesagt, also sie verdrückte ein Tränchen und es hat lange gedauert, aber irgendwie war es so, wie Angela Merkel eben immer war. Sie hat überzeugt, sie hat irgendwie auch sich Respekt verschafft, aber so furchtbar heiß und innig geliebt wurde sie, glaube ich, in der CDU doch nur selten. Aber ich denke trotzdem, ein respektvoller Abschied für sie. Sie war, glaube ich, sehr, sehr glücklich, soweit man das beurteilen kann. Und Philipp, diesen Respekt hat sie sich ja auch verdient. Absolut. Also ich habe mir das ja im Livestream auf dem Sofa angesehen und muss wirklich sagen, also wer da schon, sagen wir, haben wir ja, glaube ich, in der Lage auch gesagt, so nach dem Motto, den Zeitpunkt für den guten und selbst kreierten und Abschied in Eigenregie, den hat sie verpasst. Ich würde sagen, den hat sie nicht verpasst, sondern
sondern nein, sie hat einen blitzsauberen Abgang gemacht. Sie bringt ihre Nachfolgerin wie geplant durch, dafür Respekt. Die Union macht im Prinzip, was Merkel will und fühlt sich dabei auch noch irgendwie wild und rebellisch. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, also da Respekt war ja auch an der Stelle. Respekt auch an der Stelle. Ja, also die Annegret Kramp-Karrenbauer wird gewählt. Merkel wird mit Standing Ovations verabschiedet und trotzdem gibt es so eine Aufbruchsstimmung und alle haben so das Gefühl, sie sind da wahnsinnig am Rumrütteln. Die CDU hat eine echte Debatte hingelegt und eine echte Kandidatenwahl gemacht, muss ich auch sagen. Respekt, ja, und das war auch eine respektvolle Debatte, ja, sowohl bei diesen Regionalkonferenzen als auch da auf dem Parteitag. Da gab es Unterschiede, das war deutlich zu sehen, aber doch, wie gesagt, respektvoll im Ton. Und die Partei tritt der Vorsitzenden, der Scheidenden nicht nach. Da würde ich sagen, da wusste die SPD gar nicht, dass sowas geht. Und ja, die SPD ist ja eher dafür bekannt, dass sie Vorsitzende ziemlich brutal abserviert, ne? Sei es irgendwie mit mit spontanen Kampfkandidaturen. Wir erinnern uns an das plötzliche Ende von Rudolf Scharping. Ich glaube, es war 1995 oder 96, als er da plötzlich abgewählt wurde und gar nicht wusste, wie ihm geschah. Aber es gibt da ja auch viele andere Geschichten, wo die SPD ihre Vorsitzenden geradezu gekillt hat. Das macht die CDU schon deutlich stilvoller. Absolut. Das muss man ganz deutlich sagen. Absolut. Also das war, finde ich, auch echt zu spüren. So, ihre Zeit ist um. Da waren auch alle froh, aber keiner hat nachgetreten. Das war ein ganz respektvoller und für Merkel, glaube ich, wirklich guter Abschied. Wir stellen fest, irgendwie, die CDU ist noch nicht reif für einen Mann an der Spitze. Ja, es kommt also wieder eine Frau und Deutschland wird jetzt de facto von drei Frauen regiert. Ja, also Frau Nahles, Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer sind an ganz zentralen Stellen dieses Staates und dieser Regierung, dieser Exekutive zumindest, installiert. Also bei CDU-Vorsitzenden. Naja, Nahles, bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich mitregiert. Also ja. Und jedenfalls ist sie denn Teil der Exekutive? Ich meine, wenn ich das richtig. Na, das stimmt. Ist sie kein Ministerium, oder? Nee, stimmt. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist natürlich auch nicht Teil der Exekutive. Aber es sind schon Frauen an maßgeblichen Positionen in der deutschen Politik positioniert. Das finde ich interessant. Da bleibt natürlich jetzt noch die Frage. Und zwar ganz ohne Quote, ne? Das muss genau. Das finde ich, wirklich einen ganz interessanten Aspekt. Ich will damit jetzt überhaupt nicht die Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Quoten, keine Ahnung, zum Beispiel in Aufsichtsräten oder auch an Universitäten aufmachen. Aber auf jeden Fall ist es doch ganz interessant, dass es unter bestimmten Voraussetzungen gelingen kann, auch in zum Beispiel in der Männerdomäne CDU sich als Frau durchzusetzen. Ja, und klar, ich meine, am Anfang hatte Angela Merkel natürlich die Protektion von Helmut Kohl. Ja, nicht umsonst wurde sie ja am Anfang etwas despektierlich als Kohls Mädchen bezeichnet. Aber sie hat sich letztlich ja gegen Kohl und gegen Schäuble durchgesetzt am Anfang und hat diese Macht, die sie dann um das Jahr 2000 herum errungen hat, wie gesagt, 18 Jahre in Händen gehalten, hat dabei alle möglichen männlichen Mitbewerber auf der Strecke gelassen. Also das finde ich schon ganz bemerkenswert. Wie gesagt, und das in einer Partei, in der nach wie vor doch ein deutliches männliches Übergewicht in allen Gremien und insbesondere auch auf Ebene der Delegierten herrscht, finde ich eine interessante Frage. Würde mich auch interessieren, ob es dazu schon Untersuchungen gibt, wie das eigentlich konkret zustande kommen kann. Zwar, auf jeden Fall. Genau, ja. Und Annegret Kramp-Karrenbauer muss man auch sagen, ne, wir haben die auch so ein bisschen respektlos als Merkel 2 bezeichnet. Ich glaube, was die beiden auch vereinigt, ist, sie werden unterschätzt. Ja, und ja, das glaube ich kann. Ja, inhaltlich kommen wir da noch zu. Inhaltlich kommen wir dazu zu noch, ne? Aber ja. Annegret Kramp-Karrenbauer, alle dachten so, naja, was kommt die denn aus dem Saarland da nach Berlin? Nun ist sie Vorsitzende und mit guten Chancen auf die Bundeskanzlerschaft. Also die darf man auch nicht unterschätzen. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht denn Schäuble, Merz und Bild-Zeitung? Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Wir hatten ja schon deutlich gemacht, dass Friedrich Merz ganz offensichtlich breite Teile, jedenfalls der deutschen Printpresse, insbesondere die Springerpresse, auf seiner Seite hatte, die massiv für ihn getrommelt haben. Das ging ja schon los im Grunde mit der Ankündigung seiner Kandidatur, dass er dann geradezu getragen wurde von einer Welle positiver Berichterstattung, wie gesagt, insbesondere eher konservativer oder wirtschaftsnaher Blätter. Da kann man natürlich jetzt zweierlei daraus lesen. Also zum einen, don't mess with Merkel. Ne? Mit Angela Merkel darf man sich eben nicht anlegen. Selbst die Bild-Zeitung muss dann mitunter damit rechnen, dass sie eine Niederlage einsteckt, hat so irgendwie jetzt, wo sich AKK durchgesetzt hat. Jürgen Trittin hat das getwittert, ne? Don't mess with Merkel. Ja, ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, ich deswegen sage ich das okay, auf jeden Fall finde ich eine ganz coole Formulierung. Das ist vor allem auch deswegen so interessant, weil die Bild in ihrer Kampagne für Friedrich Merz auch vor ziemlichen Fouls offensichtlich nicht zurückschreckte oder noch präziser die Bild am Sonntag. Wir hatten in der vergangenen Folge nämlich eine Umfrage der Bild am Sonntag zitiert unter Delegierten auf dem
dem CDU-Parteitag. Und da kam dann dabei raus, das hatten wir ja auch ausführlich dargestellt, dass es wohl eine Mehrheit unter den Delegierten für Friedrich Merz gebe. Nun stellt sich aber raus, diese Umfrage der BAMS war ganz offensichtlich jedenfalls zum Teil gefaked. Jedenfalls haben viele Unionsleute, deren Votum in diesem Artikel genannt wurde, hinterher auf Twitter behauptet, dass sie entweder nie mit der Bild am Sonntag gesprochen haben oder dass die Bild am Sonntag ihre Wahlabsichten völlig falsch wiedergegeben hat. Ja, also da muss man sagen, natürlich unfassbar dreist von der Bild am Sonntag, letztlich solche Angaben zu faken oder Interviews frei zu erfinden. Ne? Ja, aber meine Güte, wie kann das sein? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Fehler, sondern das ist ja, man weiß nicht, aber sie bestreiten, was passiert ist. Also ich wollte nur sagen, ne? Es wirkt wie eine Manipulation, mal ganz ehrlich. Ja. Was natürlich passieren kann, ist, wenn du irgendwie versuchst, mit 1000 oder 1001 Delegierten zu sprechen, dass du mal bei 2-3 Leuten irgendwie die Wahlentscheidung verwechselst, d'accord, ja. Aber was ja irgendwie nicht sein kann, ist, dass man Leuten eine Entscheidung in den Mund legt, mit denen man nie gesprochen hat. Ja, das kann wirklich nicht wahr sein. Finde ich unfassbar dreist und bin im Nachhinein auch so ein bisschen enttäuscht von uns selber, denn wir hatten das zugegebenermaßen geglaubt, natürlich, was die BAMS geschrieben hat. Und nicht für möglich gehalten, weißt du? Und nicht für möglich gehalten, dass sie das faken. Weil das ja auch so leicht auffliegt. Weißt du? Ja, natürlich, das war offensichtlich, dass es auffliegen würde. Und zwar noch vor dem Parteitag, ja. Also finde ich wirklich schockierend, dass die BAMS das gebracht hat, dass man so dreist sein kann. Das ist ein klassischer Fall von Fake News, muss man so deutlich sagen, ja, in einem doch immerhin verbreiteten Medium in Deutschland. Und ich bin auch so ein bisschen erschrocken, dass wir dem auf den Leim gegangen sind. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, klar, man hätte natürlich jetzt einzelne Leute antwittern können und fragen können, ob das denn stimmt. Aber damit bin ich auch zu ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das traue ich denen einfach, also weiß ich auch nicht. Also das ist so. Falschmeldung in der Bild, ja, okay. Aber doch nicht so dreist und nicht was so, quasi auch so klar offensichtlich. Notwendig auffliegen wird. Also wenn du das falsch machst, bei einem, okay, bei 10, das fliegt auf. Also na gut, das muss auffliegen. Deswegen haben wir das mal hier korrigiert. Aber nichtsdestotrotz, Friedrich Merz hat verloren, knapp. Er wurde als guter Verlierer gefeiert, ja, weil er ans Podium gegangen ist und hat riesen Applaus bekommen, hat seine Niederlage akzeptiert und alle aufgefordert, die ihn gewählt haben, nun Annegret Kramp-Karrenbauer zu unterstützen. Du hast so ein bisschen Zweifel, ob er ein guter Verlierer ist? Ja, ich weiß es nicht. Also natürlich hat er jetzt erstmal nach außen diesen Eindruck erweckt. Das gehört ja auch irgendwie zum guten Ton. Ne? Ich meine, man kann jetzt ja auch nicht nach so einer verlorenen Abstimmung sich hinstellen und Mimimi sagen. Ne? Das geht einfach nicht. Dann wird man irgendwie gar nicht mehr ernst genommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Friedrich Merz diese Niederlage tatsächlich hingenommen hat. Und ich mache das daran fest, dass er sich ja bislang eben nicht so richtig erklärt hat, wie er sich denn jetzt in der Partei weiter engagieren will. Er hat sich insbesondere ja nicht in einen Vorstands- oder Präsidiumsamt wählen lassen, denn dann wäre er also in quasi eine Parteidisziplin auch eingebunden gewesen. Dann wäre von ihm verlangt worden, dass er in Zukunft AKK unterstützt. Also er hält sich quasi jetzt die Option offen, in Zukunft eher so eine Art Heckenschützenrolle einzunehmen, so wie er ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegen Angela Merkel gestänkert hat. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er jetzt wirklich so ein guter Verlierer ist. Ich finde es jedenfalls interessant, dass er nicht deutlich gemacht hat, auch durch zum Beispiel Kandidaturen, dass er jetzt weiter mit AKK in einem Ich habe irgendwie im Urin, dass der sich wieder so verabschiedet. Dass er abtaucht. Dass er so ein bisschen wegfadet und dass er halt gerne alles gehabt hätte und da viel Macht gehabt hätte und viel mehr hätte machen können. Aber jetzt, ach, irgendwie Generalsekretär oder im Vorstand da irgendwie von der CDU. Da kann er ja besser irgendwie Anwalt bleiben und seine Vorstandsämter wahrnehmen und Geld verdienen. Er ist eigentlich sehr, wie man weiß, nur wie war das, gehobener Mittelstand? Mittelschicht. Dann hat sich ja noch unser Horst Seehofer zu Wort gemeldet, mit dem, wie ich finde, mit dem Zitat, was mich am wütendsten gemacht hat. Sie ist die Beste. Gemeint ist Angela Merkel, Horst Seehofer. Ah, okay. Sie ist die Beste, war auf Merkel bezogen und da habe ich nur gedacht, willst du uns verarschen? Also über Monate, ich will nicht sagen Jahre, ein Streit nach dem anderen vom Zaun brechen. Und Merkel hinstellen, als sei sie der Untergang zumindest Bayerns, wenn nicht der Republik. Ja, und wirklich Rücktritt und Regierungskrise und wir beschäftigen uns mit nichts anderem. Und dann stellt er sich hin und sagt, oh, alles nur, komm hier, alles nur Spiel, Zwinker, Zwinker, die ist die Beste. Also, ey, Seehofer, also
Der muss gehen, der muss weg. Das ist wirklich demokratieschädlich, was der macht. Das ist wirklich Politik zum Abgewöhnen und ich finde das fahrlässig, so kann man das nicht machen. So. Auf jeden Fall, apropos Politik, auf AKK warten ganz erhebliche Aufgaben, denn natürlich ist sie jetzt erstmal zur Vorsitzenden gewählt worden, aber mit knapper Mehrheit, und diese Mehrheit will gefestigt werden, sie will verteidigt werden, sie will ausgebaut werden, sie muss im Grunde die CDU jetzt überzeugen, dass sie tatsächlich die richtige Wahl ist. Und die Themen der Zeit aus Sicht der Unionsanhänger jedenfalls oder Unionsanhängerinnen sind natürlich ganz klar, die AfD muss bezwungen werden. Es ist für die Union einfach quasi ein historischer Irrtum, dass rechts von ihr eine Partei in den Parlamenten sitzt, mehr als eine Legislaturperiode jedenfalls. Und natürlich gehört dazu auch, dass sie den rechten Flügel innerhalb der Union für sich gewinnen muss. Und das ist ein ziemlicher Spagat, denn sie muss natürlich aufpassen, dass sie dabei bei sozialen Themen keine offene Flanke bietet, denn dann würde am Ende noch die SPD gewinnen. Ja, die Stärke der Union heute ist ja auch zu guten Teilen der von manchen so gescholtenen Sozialdemokratisierung der Union geschuldet oder verdankt, wie man das formulieren will. Mit anderen Worten, das ist nicht ganz einfach, da einen Kurs zu finden, der, wie gesagt, den konservativen, wertkonservativen Flügel der Union für sie gewinnt, ohne dass sie auf der anderen Seite nennenswert was abbröseln lässt in der Mitte in Richtung SPD. Und das leitet im Grunde direkt über zu der inhaltlichen Frage. Eine Sache noch ganz kurz, was mir daran eigentlich am schwersten fällt, ist mir eine Welt vorzustellen, in der die SPD gewinnt. Also da weiß ich nicht, was da passieren muss, wie groß die Flanke offen sein muss, damit die SPD nochmal was gewinnt. Aber anyway, also prinzipiell hast du natürlich recht und das führt zur Frage. Also vielleicht muss man, du hast schon recht, Philipp. Okay, dann wenn du das Fass aufmachst, da muss man offen sagen, vielleicht ist auch einfach die SPD nicht mehr die Partei, die, sagen wir mal, die sozialdemokratischen Positionen ideal vertritt. Ja, denkbar wäre natürlich auch, weil du das jetzt so auf die SPD münzt, denkbar wäre natürlich auch, wenn man als Union in der Mitte eine Gerechtigkeitslücke entstehen lässt, dass diese Lücke dann zum Beispiel von den Linken oder auch von den Grünen gefüllt wird. Die Linken, wie gesagt, sind natürlich, oder deren Wählerschaft ist natürlich relativ weit entfernt, davon Union zu wählen. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass nennenswert Linken Wähler jetzt inzwischen Union gewählt haben unter Angela Merkel. Aber es gibt sicherlich ein nicht unerhebliches Potenzial von Leuten, die zurzeit die Union wählen, weil sie ihr quasi sozial genug ist, die aber bei einem deutlichen Rechtsruck dann möglicherweise sich für die Grünen entscheiden würden, wenn du schon vielleicht zu Recht skeptisch bist, ob die SPD diese Menschen noch für sich gewinnen kann. Aber wie gesagt, mir ging es jetzt weniger um das Label der Partei, die gewinnen kann in der Mitte, sondern nur um das Problem, das die Union natürlich da irgendwie lösen muss und speziell AKK lösen muss. Genau, und jetzt wird natürlich zur Frage, wo steht die eigentlich inhaltlich? Ne? Also die Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Vorsitzende der CDU und wahrscheinlich auch nächste Kanzlerkandidatin der Union. Vom Politikstil würde ich sagen, ja, ist die Merkel sehr ähnlich. Ich fand aber auf dem Bundesparteitag hat sie sich insofern abgesetzt, weil sie besser reden kann. Das finde ich, das war schon spürbar, dass sie zwar auch keine Meisterrednerin ist, aber deutlich besser reden kann. Und ich finde, es fällt einem einfacher, emotional zu ihr Kontakt aufzunehmen. So, das einfach mal so zum Stil. Wie ist das inhaltlich? Da war sie ja doch eher, sagen wir mal, mit eher konservativen Positionen aufgefallen. Sie hat gesagt, sie will der Kanzlerin Paroli bieten. Das muss sie sagen, das weiß Merkel auch. Und da wird Merkel auch jetzt noch einiges schlucken von ihr, weil sie einfach natürlich weiß, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich als Vorsitzende da profilieren muss und nicht einfach Merkels Schoßhund sein kann. Das hat Merkel verstanden. Das ist absolut eingepreist. Ja, ich finde auch die zweite Hälfte des Zitats wichtig. Das ist ein Zitat, eben der Kanzlerin Paroli bieten, aber nicht einfach nur so, ja, nicht im Sinne von, ich bin ein grundsätzliches Gegengewicht zur Kanzlerin, sondern Paroli bieten, wo es im Interesse der Partei notwendig ist. Mhm. So lautet der komplette O-Ton. Und das, finde ich, ist schon ein wichtiges Detail, ne? Denn das stärkt eben die Eigenständigkeit der Partei gegenüber der Kanzlerin. Und genau das ist ja auch eine Forderung der Unionsbundestagsfraktion, ja, die nicht zuletzt dazu geführt hat, dass eben Herr Kauder als Wunschkandidat von Angela Merkel in der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden durchgefallen ist, zugunsten von einem bis dato relativ unbekannten inzwischen Fraktionschef. Ja, also das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Partei und Fraktion werden in Zukunft offenbar, jedenfalls ist das so, wohl die Kampfansage von AKK, oder was
was das Kampfansage, aber jedenfalls die Positionsbestimmung eine wichtigere Rolle einnehmen, als das bislang der Fall war. Ja, also das passt ins Bild einer belebten CDU. Ne? Eine belebte Fraktion, eine belebte Partei, ein bisschen Kontroverse mit der Bundeskanzlerin. Dann hat AKK aber so ein paar, sagen wir mal, eher konservative Themen besetzt. Sie will sich um Migrationspolitik kümmern, um Sicherheitspolitik. Sie hat eine relativ harte Linie in dem Fall Paragraph 219a vom Strafgesetzbuch, wonach ja Ärzte nicht öffentlich sagen dürfen, dass sie Abtreibungen ausführen. Hat sich bisher auch immer schon hart konservativ geäußert, zum Beispiel hat sie gegen die Ehe für alle gestimmt. Ja, ja. Und mit dem Zitat. Und dagegen auch gewettert. Und dagegen auch gewettert, ne? Also Zitat von ihr: Wir haben in der Bundesrepublik bisher eine klare Definition der Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau. Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen, etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen. Wollen wir das? Das würde ich ins Kapitel Polemik abheften. Aber das finde ich schon krass. Das muss, und das hat damals auch eine ziemliche Debatte gegeben. Das Zitat ist nicht brandaktuell, kommt aus dem Jahr 2015. Aber ich finde, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also die Homo-Ehe in einem Atemzug zu nennen mit Inzest, ja, zwischen Verwandten oder Mehrehe, ja, das finde ich ehrlich gesagt schon, also Polygamie, ja, das finde ich ehrlich gesagt schon ein ziemlich krasses Stück, und das finde ich vor allem einen Schlag ins Gesicht aller homosexueller Menschen, und finde ich unfassbar. Ja, ich will mir nichts, sie wurde damals, das war ein Interview in der FAZ, sie wurde damals öffentlich auch hart kritisiert und hat das aber dann in der Tat bestärkt, hat gesagt, nö, das Interview war autorisiert, das sehe ich wirklich so. Wie gesagt, ist 3 Jahre her, aber da muss man schon sagen, sie hat den Politikstil von Angela Merkel bisher weitgehend übernommen, sowas Ruhiges, Besonnenes und so, aber sie ist, glaube ich, jedenfalls, was so Wertethemen angeht, man könnte auch sagen, klassisch-katholische Themen zum Beispiel, ist sie offensichtlich doch deutlich konservativer als Angela Merkel. Insofern ist es schon auch für den konservativen, wertkonservativen Flügel innerhalb der Union, glaube ich, im Ergebnis leichter zu schlucken, als es Angela Merkel mitunter war. Genau, und einen zweiten Schritt in diese Richtung, und das ist jetzt ihre eine ihrer großen Aufgaben, nämlich diese ja immerhin fast 500 Delegierten, die ja doch auch einen großen Teil der Partei repräsentieren, die eben für Merz gestimmt hat, diesen Flügel mitzunehmen und in eine gemeinsame CDU einzubinden. Da hat sie einerseits inhaltlich Position bezogen, aber eben auch personell einiges gemacht, nämlich es hat sich Paul Ziemiak zum Generalsekretär wählen lassen. Das ist ein eindeutiges Zeichen zur Einbindung dieser Merz-Fraktion. Ziemiak ist bisher Chef der Jungen Union, und du hast halt im Vorgespräch, also bei der Vorbereitung auch gesagt, wusstest du eigentlich, dass Ziemiak sich um ziemlich genau 3 Themen kümmert, die da nämlich sind? Nämlich Wirtschaft, Wirtschaft und Wirtschaft. Ja. Also ja, das ist wie bei Immobilien, kennt man ja, da gibt es auch nur 3 Faktoren, nämlich Lage, Lage und Lage. Und genauso ist es bei Paul Ziemiak auch. Jedenfalls, wenn man so ein bisschen recherchiert, wofür er sich politisch bisher engagiert hat, dann fällt einem im Wesentlichen auf, dass er sich eben als Anwalt der Wirtschaft und des Mittelstands profiliert hat. Wobei man natürlich deutlich sagen muss, das ist von AKK ausgesprochen geschickt. Wie gesagt, sie selber verkörpert in ihrer Person eher eine relativ weltoffene Union. Ne? Sie ist eine Mutter, die trotzdem Karriere macht und so, ist relativ gesellschaftspolitisch relativ modern. Auf der anderen Seite verkörpert sie selber auch sehr konservative Positionen, was so ihr Wertegerüst angeht. Und dann hat sie jetzt noch einen Wirtschaftsmann an die Seite geholt. Der Generalsekretär arbeitet ja der Vorsitzenden sehr nahe zu. Das ist schon nicht ungeschickt. Da hat sie, denke ich, schon breite Kreise in der Union eingebunden. Wobei man natürlich sagen muss, die Wahl von Paul Ziemiak zum Generalsekretär war jetzt auf dem Parteitag alles andere als unumstritten. Er hat nur gut 60% der Stimmen bekommen, was eine schallende Ohrfeige ist. Also üblich sind irgendwelche stalinistischen Wahlergebnisse über 90%. Ja, also das muss man schon sagen, das ist richtig hart. Der Hintergrund ist, dass man das Paul Ziemiak wohl sehr übel genommen hat, dass er quasi die Seiten gewechselt hat. Er galt als enger Freund von Jens Spahn und im Zweifel noch als Unterstützer von Friedrich Merz, aber ganz sicher nicht als Mann von AKK. Und dass er da jetzt die Seiten gewechselt hat, das haben ihm viele wohl als Karrierismus übel genommen. Da gab es auch teilweise richtig harte, fast beleidigende Formulierungen, zum Beispiel auf Facebook von Leuten aus der Union. Und außerdem gibt es dieses etwas hässliche Gerücht, dass
Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihm und der JU, der Junge Union, so eine Art geheimen Deal hatte, ja, dass die Junge Union für AKK stimmt und im Gegenzug dann Paul Ciemiak Generalsekretär wird. Beide Seiten dementieren das, ja. Also die offizielle Position ist, dass er am Freitagabend irgendwie am Rande der Tanzfläche gefragt worden sei. Also er ist wohl schon öfter gefragt worden von AKK, ob er nicht gegebenenfalls Generalsekretär werden möchte. Das ist wohl klar, will aber immer abgelehnt haben. Und nun wird erzählt, dass, wie gesagt, in der Nacht zum zweiten Tag des Parteitags AKK ihn am Rande der Tanzfläche bequatscht hätte. Interessante Idee, weiß man nicht so genau. Jedenfalls ist er eben alles andere als unumstritten in der Union und noch viel stärker als die Vorsitzende wird sich Paul Ciemiak jetzt erstmal profilieren müssen und für einen Generalsekretär heißt das im Wesentlichen, er muss zuspitzen, er muss quasi Dauerwahlkampf führen, das ist halt die Rolle. Ne? Als Generalsekretär ist man so ein bisschen auch das Schlachtross einer Partei. Und das danach, denke ich, wird in der Union seine Bilanz, die Bilanz seiner Amtszeit gezogen werden, ob er Wahlen gewinnen kann. So, dann ist natürlich jetzt ganz entscheidend. Also wir haben die Bundeskanzlerin, die ist nach wie vor Angela Merkel, wir haben eine Vorsitzende von der CDU, die, wie gesagt, beste Aussichten hat oder mehr oder weniger die natürliche Spitzenkandidatin für die nächste Bundestagswahl der Union ist. Und die Frage ist jetzt, wie funktioniert diese Machtübergabe? Angela Merkel hat gesagt, sie wird nicht nochmal als Kanzlerin kandidieren. Das heißt, sie wird maximal bis 2020 im Amt sein. Und die Frage ist jetzt, wie 21. Turnusgemäß wird im Herbst 21 gewählt. Wie wird der Übergang gestaltet? Und da hat die SZ jetzt einen Artikel geschrieben. Ja, bevor wir da einsteigen, also die SZ geht im Grunde schon davon aus, dass die Machtübergabe stattfinden wird, noch während dieser laufenden Legislaturperiode des Bundestages. Der ist aber, wie gesagt, bis, ich glaube, September, Oktober 2021 gewählt. Theoretisch könnte natürlich Angela Merkel auch einfach im Amt bleiben. Ja, dann könnte AKK aus der Position der Parteivorsitzenden heraus Wahlkampf führen. Aber das gilt tendenziell als schwierig, weil es natürlich sowas gibt wie einen Amtsinhaberbonus. Und deswegen, das wird in dem SZ-Artikel gar nicht mehr diskutiert, aber so quasi stillschweigend vorausgesetzt, deswegen gilt es eigentlich als ausgemacht, dass Angela Merkel, die ja AKK schon sich als Nachfolgerin quasi auserkoren hat, irgendwie versuchen wird, Annegret Kramp-Karrenbauer auch als Bundeskanzlerin zu installieren. Und wie gesagt, Philipp, dazu hat die SZ sich ein paar Gedanken gemacht. Genau, sie hat als erstes gesagt, okay, wie ist das eigentlich mit der SPD? Die Wahrscheinlichkeit, dass Andrea Nahles und Olaf Scholz für eine Fortsetzung der Großen Koalition mit AKK an der Spitze einfach ihre Mehrheit abgeben, sei gering. Genau. Da kann man sich also fragen, wieso? Das ist so ein bisschen das Szenario, ne? Die Angela Merkel geht quasi zu Andrea Nahles und Olaf Scholz und sagt, Leute, ich würde gerne mal in Rente gehen. Wäre es für euch ein Deal, diese schöne große Koalition fortzusetzen, einfach mit einer neuen Kanzlerin an der Spitze? Geht das denn einfach so? Also geht das einfach so, genau. Das ist ein interessanter Punkt. Die Süddeutsche Zeitung geht nämlich davon aus, dass das ganz einfach ginge. Die geht auch davon aus, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich notfalls auch mit einer quasi als Chefin einer Minderheitsregierung installieren lassen könnte, als neue Bundeskanzlerin. So einfach ist das aber nicht. Wir haben das im Frühjahr, im Winter ausführlich diskutiert, wie die Wahl zur Bundeskanzlerin oder zum Bundeskanzler abläuft, direkt nach einer Bundestagswahl, also wenn sich der Bundestag neu konstituiert hat. Da braucht es im ersten und im zweiten Wahlgang in der Tat eine absolute Mehrheit. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Und da hatten wir damals ja schon gesagt, da könnte sich also sowohl Angela Merkel als auch jedenfalls Martin Schulz damals, hätten sich zum Kanzler oder zur Kanzlerin wählen lassen können, auch ohne eine Koalition, wenn sie einfach nur die Mehrheit der Stimmen im Bundestag hinter sich vereint hätten. Der Witz ist aber, dass das, nachdem ein Bundestag einmal einen Kanzler oder eine Kanzlerin gewählt hat, nicht mehr funktioniert. Das Grundgesetz kennt da einen eigenen Artikel, Artikel 67 des Grundgesetzes, und der regelt ausdrücklich, wenn es schon einen Kanzler gibt oder eine Kanzlerin, dann kann der Bundestag dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. Das heißt konkret, wenn schon ein Kanzler oder eine Kanzlerin im Amt ist von einem Bundestag, also quasi wird immer neu gestartet nach einer Bundestagswahl, wenn dann einmal jemand gewählt ist zum Kanzler oder zur Kanzlerin, dann kann man eben nicht mehr einfach nur mit der Mehrheit der Stimmen einen Nachfolger wählen, sondern der Bundestag muss dann ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum aussprechen, indem er nicht einfach nur sagt, er misstraut einem Kanzler, sondern indem, oder einer Kanzlerin natürlich, sondern indem er einfach einen neuen
neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin wählt. Aber wie gesagt, dazu braucht es die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages und nicht einfach nur eine Mehrheit der Stimmen im Bundestag. Und das bedeutet auf Deutsch, um so einen Wechsel während einer laufenden Legislaturperiode überhaupt hinzubekommen, rechtlich, braucht es auf jeden Fall die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Und das bedeutet, entweder braucht es eine Koalition, ja, die eben ja typischerweise die Mehrheit der Stimmen hat im Bundestag, oder zumindest müsste sich Annegret Kramp-Karrenbauer von einer anderen Partei dulden lassen. Also wenn die SPD nicht mehr mitmachen würde wenn sie also die große Koalition unter die Bedingung stellen würde, dass Angela Merkel Kanzlerin ist und sagt, nee, AKK wählen wir nicht, auch wenn wir eine Koalition haben, wählen wir die nicht zur Kanzlerin, dann müsste sich AKK auf andere Weise eine Mehrheit im Bundestag suchen, denn einfach nur mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen funktioniert es nicht. Und das heißt, was hältst du jetzt für den wahrscheinlichsten Weg? Genau, da kann man sich jetzt die Frage stellen, wird die SPD da mitmachen? Dagegen spricht natürlich, dass die SPD quasi die Koalition weiterzuführen unter der Führung von AKK als Bundeskanzlerin. Das könnte sie ja machen. Sie könnte ja einen Misstrauensantrag stellen und AKK neu wählen. Das könnte genau, die Koalition nach Artikel 67. Ja machen. Genau, das ist das, was wir gerade gesagt haben. Das wäre relativ einfach. Dann würde eben AKK auf Angela Merkel folgen und wäre dann Bundeskanzlerin bis zum Ende der Legislatur. Das wäre quasi der Normalfall. Die Frage ist, ob die SPD das tatsächlich tun wird. Dafür spricht natürlich, dass die SPD bei 15% keine Neuwahlen riskieren kann. Ja, wenn also jetzt der Bundestag aufgelöst würde und Neuwahlen angeordnet würden, dann wäre klar, dass sich die SPD-Fraktion fast halbieren würde oder jedenfalls sagen wir gut mehr als ein Drittel ihrer Mitglieder verlieren würde. Und daran kann im Grunde niemand ein Interesse haben. Deswegen spricht doch vieles dafür, dass die SPD eine ganze Menge abnicken wird, einfach bloß um zu verhindern, dass gewählt wird. Dahinter könnte ja auch das Kalkül stehen, sich vielleicht gegen eine neue, vielleicht noch relativ schwache Bundeskanzlerin Kramp-Karrenbauer besser profilieren zu können, als gegen die Übermutter Angela Merkel. Das könnte ein Kalkül sein. Auf der anderen Seite könnte die SPD natürlich auch argumentieren, wir werden doch jetzt nicht Annegret Kramp-Karrenbauer noch zu einem Amtsinhaberinnenbonus verhelfen, sondern da wählen wir doch lieber nach heutigem Stand und hoffen, dass wir gegen eine noch weniger jedenfalls bekannte Kandidatin auf Unionsseite bessere Chancen haben als nach ein, zwei Jahren, wo sie im Amt ist. Das ist, glaube ich, letztlich eine ziemlich offene Frage. Während das für die Süddeutsche Zeitung, glaube ich, ein klarer Fall ist. Die Süddeutsche Zeitung geht fest davon aus, dass die SPD niemals Annegret Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin wählen würde. Der Parteitag, der hat ja auch noch inhaltliche Beschlüsse gefasst. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das ist so ein bisschen untergegangen bei dieser ganzen Wählerei, die natürlich sehr im Mittelpunkt stand. Und da sind mir zwei Punkte aufgefallen. Das eine ist, dass der Parteitag quasi Friedrich Merz noch so eine Art Steuergeschenk hinterhergeworfen hat. Das ist total krass. Also ja. So soll, hat der Parteitag beschlossen. Also das muss man sagen, das hat ein Parteitag der größten Partei beschlossen. Das heißt jetzt nicht, dass das sofort umgesetzt wird, aber es ist doch eine Richtlinie für das, was Parteiführung umsetzen soll. Und zwar soll der Soli vollständig entfallen. Also bisher ist beschlossen, dass er zu 90% entfallen oder für 90% in der Einkommenspyramide eben entfallen soll. Das wären halt vor allen Dingen untere Einkommen, die dann deutlich entlastet würden. Wenn jetzt das Ding komplett gestrichen werden würde, dann würde das in erster Linie Mitglieder der oberen Mittelschicht entlassen, wie Friedrich Merz das halt formuliert hat. Also das fand ich doch ganz erstaunlich, dass sie da das Ding komplett weg haben. Ich meine, macht natürlich irgendwie auch Sinn. Also ich finde, sag mal, dass dieser Soli quasi sein Werk getan hat, der ja gar nicht für den Osten eingerichtet wurde, sondern für den Irakkrieg, das denke ich ist unstrittig und dass er gestrichen werden sollte, finde ich auch richtig, aber dann kann man es auch ganz streichen, findest du nicht? Also man kann das jetzt als Steuergeschenk labeln, muss es aber nicht. Also ich finde, das ist ein ziemlich eindeutiges Steuergeschenk, man kann es natürlich labeln als Sondersteuer für die Reichen, ja, aber warum denn eigentlich nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, diese Steuer gerade entfallen zu lassen. Im Gegenteil, es belegen ja zahllose Studien, dass zurzeit sich die Situation in Deutschland so darstellt, dass die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Mit anderen Worten, wenn man mal davon ausgeht, dass man halbwegs gleiche oder Lebensverhältnisse für alle Menschen in Deutschland anstrebt, ja sowas wie einen sozialen Ausgleich, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass wir eher mehr Umverteilung brauchen und ganz sicher nicht noch ein Steuergeschenk für Spitzenverdiener. Dann hätte der
der Soli noch zum dritten Mal seine Semantik geändert. Nämlich genau. Diesmal eine Solidarität zwischen Arm und Reich. Also so gesehen vielleicht doch gar eine schlechte Idee. Dann aber, da bin ich vor allen Dingen drüber gestolpert, wo hat der Parteitag beschlossen, die CDU will prüfen lassen, ob die Deutsche Umwelthilfe weiterhin als gemeinnützige Organisation anerkannt werden sollte. Und da ist mir dann doch mal ganz kurz das Smartphone aus der Hand gefallen. Ja, weil, das ist krass. Weil ich dachte, die Deutsche Umwelthilfe, die hat halt vor Gerichten in mehreren Städten, wir haben da viel darüber berichtet, Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge erstritten, hat generell eine sehr entscheidende Rolle bei der Aufdeckung dieses ganzen Abgasbetrugs gespielt. Und da kann man sich nur fragen, was bitte ist denn das, wenn nicht gemeinnützig? Die Kritik ist natürlich, dass Deutsche Umwelthilfe sich angeblich ein bisschen umstritten finanziert etc. pp. Da würde ich aber sagen, ich messe die Leute an dem, was sie machen. Und wenn das in Einklang ist mit dem, was sie sagen und wenn ich das für gut halte, was sie machen, dann ist das in Ordnung. Und da muss ich sagen, also es hat sich in letzter Zeit öffentlich zumindest keine andere große NGO so deutlich um das Gemeinwohl verdient gemacht und sich als gemeinnützig herausgestellt wie die Deutsche Umwelthilfe. Punkt. Ja, und wenn man eben diese Maßstäbe mal anlegt, Philipp, die du gerade ja schon skizziert hast, dann muss man sagen, die Gemeinnützigkeit wird Gott sei Dank nicht vom CDU-Parteitag festgelegt, sondern die Gemeinnützigkeit ist letztlich eine Entscheidung des zuständigen Finanzamts, die gegebenenfalls natürlich auch von den Finanzgerichten geprüft werden kann. Und die Rechtslage ist hier, denke ich, relativ eindeutig, denn die Förderung des Umweltschutzes ist gemeinnützig nach § 52 Absatz 2 Nummer 8 der Abgabenordnung. Mit anderen Worten, wenn man der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit entziehen wollte, ja, dann ginge das sowieso nur durch einen Bescheid des Finanzamts. Okay, da könnte dann möglicherweise das Bundesministerium der Finanzen noch seinen Einfluss geltend machen, aber das wäre wohl jedenfalls nach geltendem Recht schlicht unzulässig, ja, schlicht rechtswidrig, denen die Gemeinnützigkeit absprechen zu wollen. Das heißt also, da müsste die CDU wohl an die rechtlichen Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts grundsätzlich heran und die Gemeinnützigkeit von Umweltschutzverbänden insgesamt angreifen, wenn sie allen Ernstes die Deutsche Umwelthilfe hier treffen wollte. Das scheint mir doch ein letztlich ziemlich populistischer Beschluss zu sein. Ich glaube nicht, dass sie das ernsthaft vorhaben, sondern mir scheint es eher so zu sein, dass sie quasi Stimmung machen wollen bei Leuten, die generell ein Problem mit der Deutschen Umwelthilfe und mit ihren strategischen Klagen für zum Beispiel Dieselfahrverbote haben. Genau. Also ich würde sagen, unterm Strich kann man sagen, das war für die CDU ein extrem erfolgreicher Parteitag. Die haben sich in sehr, sehr guter Verfassung präsentiert, haben die Vorsitzende, die langjährige, würdevoll verabschiedet, haben eine gute neue Vorsitzende gewählt. Es gab eine Debatte, es gab Konkurrenten. Also da glaube ich schon, dass da einige Parteien, andere auch ein bisschen neidisch geworden sind. Auch diese Regionalkonferenzen im Vorfeld, da kann man jetzt immer noch sagen, die hätten ihre neue Vorsitzende direkt wählen sollen, ja, nicht nur mit den Delegierten, den 1001, die es auf dem Parteitag gab, sondern eben von allen Parteimitgliedern, so wie die das SPD das macht. Aber ich würde sagen, ja, das wäre sicherlich gut, aber unter den gegebenen Umständen haben sie wirklich das Beste draus gemacht. Ja, also jedenfalls scheint es mir doch so zu sein, dass ich habe also keine detaillierte Einsicht hier in die verschiedenen Strömungen in der CDU. Da gibt's ja auch keine Umfragen in dem Sinne, ne? Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Delegierten hier das Meinungsbild in der Partei doch relativ gut wiedergespiegelt haben. Jedenfalls ist das Ergebnis ja auch das, was Umfragen in der allgemeinen Bevölkerung, also nicht nur unter den CDU-Mitgliedern ergeben haben. Es gab ja eine deutliche Mehrheit zum Beispiel, was das Vertrauen anging für AKK. Ich denke auch, dass die CDU hier mit ihrem Delegiertensystem ganz gute Erfahrung gemacht hat an diesem Beispiel, und ich würde auch deine Einschätzung teilen, Philipp, dass das quasi unter medialen Gesichtspunkten einfach ein totaler Hauptgewinn war. Ja, also der innerparteiliche Wahlkampf der CDU war über Wochen das Top-Thema in Deutschland, und besser kann man sich doch im Grunde kaum in den Schlagzeilen halten als mit einem solchen Wahlkampf innerhalb der Partei. Und wie gesagt, auch der Parteitag, der hat doch sehr, sehr viel positives Feedback von allen Seiten bekommen, also absolut der Home Run, ja, und insofern denke ich mal, jenseits aller inhaltlichen Positionen dürfte Frau Kramp-Karrenbauer mit Rückenwind in ihre neue Amtszeit starten. Wir haben ein paar Zuschriften von euch auch bekommen, mehrmals eigentlich, mit der Bitte, macht doch mal was
über den Digitalpakt Schule. Und da kommen wir jetzt in dieser Woche nun wirklich nicht mehr dran vorbei. Nicht, dass wir das absichtlich gemieden haben, aber es hat sich irgendwie nicht. Das Thema haben wir ja schon. Haben wir öfter also schon angeschnitten. Infrastrukturprobleme in der Schule hatten wir dauernd, auch Digitalisierung hatten wir dauernd. Das ist jetzt kein Thema, das wir ausgeblendet haben. Wir haben auch immer gesagt, da muss einfach mal ein bisschen Geld in die Hand genommen werden. Das ist alles alte Themen für die Lage, aber in dieser Woche sind sie ganz besonders aktuell. Genau, also der Digitalpakt Schule, das ist letztlich eine Initiative, die von der letzten Bildungsministerin angestoßen wurde, Frau Johanna Wanka. Die hat damals gesagt, ja, 5 Milliarden Euro soll es geben für die nächsten 5 Jahre, für die Schulen, für Infrastruktur, für Laptops, für WLAN etc. Und da haben sich dann damals immer schon gefragt, ja, es ist ja ganz gut, das wollen wir irgendwie auch alle, aber mal sehen, wie sie das macht. Und dann wurde halt in den letzten Monaten eigentlich eine Art Vereinbarung, Vertrag ausgehandelt zwischen dem Bund, also im Kern dem Bundesministerium für Bildung und den Ländern, die ja eigentlich die Hoheit haben über die Bildung, wie das immer so heißt, also die für Schulen und Lehrerausbildung und so zuständig sind, die Länder. Und in diesem Vertrag wurde halt geregelt, wie diese 5 Milliarden in den nächsten 5 Jahren ausgegeben werden sollen, 25.000 Euro pro Schule. Das wurde alles so ausbaldowert und alle fanden es eigentlich toll. Alle Länder, der Bund, alle Experten sagten, ja, das ist gut, so kann man das machen. Und dann dachten alle schon, ja, dann rollt das jetzt ja, dann kriegen die Länder, dann kriegen die Schulen jetzt endlich mal wirklich Geld für WLAN, für Laptops, für Notebooks. Da kann man dann immer noch sagen, ja, aber die brauchen auch pädagogische Konzepte, sonst kann man damit nichts anfangen. Ja, aber ohne WLAN ist das alles nichts. Deswegen alle sagen, super. Dann tauchte aber das Problem auf oder rückte ein bisschen in den Mittelpunkt, was natürlich die ganze Zeit schon klar war, das sogenannte Kooperationsverbot. Das ist sozusagen ein etwas bizarres Gebilde des deutschen Föderalismus, was nämlich darauf hinausläuft, dass gesagt wird, die Länder sind für die Bildung zuständig, laut Verfassung, und der Bund darf da nicht reinregieren. Jedenfalls nur in absoluten Ausnahmefällen, und regieren heißt eben auch finanzieren, Geld geben. Geht in aller Regel nicht. Deswegen war es so schwer, erstmal diese 5 Milliarden den Ländern überhaupt zu geben, weil es eben dieses Kooperationsverbot gibt. Und da ist jetzt ein Streit entbrannt. Muss das Grundgesetz dafür geändert werden, um diese 5 Milliarden auszuzahlen, um dieses Kooperationsverbot zu lockern? Oder kann man das auch ohne Grundgesetzgeänderung machen? Der Bundestag hat sich mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen, das Grundgesetz zu ändern, hat gesagt, das muss geändert werden, und da haben nicht nur SPD und Union zugestimmt, sondern auch Grüne und Linke. Also da haben mit 578 Stimmen zu 87 eine Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz geändert, beziehungsweise zumindest beschlossen, es ändern zu wollen, weil der Bundesrat die Vertretung der Länder ja auch noch zustimmen musste. Aber Ulf, was hat denn der Bundestag dort beschlossen? Ja, das ist wirklich ganz interessant. Es gab da zunächst mal, wie immer, eigentlich einen Gesetzentwurf. In diesem Fall stammte er von der Bundesregierung. Und der wäre als solcher wahrscheinlich auch vergleichsweise unumstritten gewesen. Da ging es nämlich zunächst mal nur um die Frage, dass der Bund mit den Ländern gemeinsam investieren können sollte im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Das heißt also, diese Grundgesetzänderung hatte zunächst mal überhaupt gar nichts zu tun mit dem Bildungsbereich, aber im Kontext der Einigung über den Digitalpakt Schule, so heißt er genau, da wurde dann dieses Grundgesetzpaket noch so ein bisschen aufgeschnürt und deutlich erweitert. Und dabei ist dann quasi über Nacht noch eine Regelung reingeschrieben worden, die ausgesprochen kontrovers ist. Wie gesagt, es gibt zwei Regelungen, die nicht kontrovers sind in diesem vom Bundestag mit so breiter Mehrheit beschlossenen Gesetz. Das ist zum einen Artikel 104c neu. Da geht es um die gemeinsame Finanzierung der kommunalen Bildungsinfrastruktur. Und Artikel 100, also kommunale Bildungsinfrastruktur heißt auf Deutsch Schulgebäude zum Beispiel, wo die Kosten bei Ländern und Gemeinden anfallen. Und der zweite unumstritten ist Artikel 104d neu. Das ist Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, ja, wo also wiederum die Kosten normalerweise bei Ländern und Gemeinden anfallen würden. Das ist alles nicht umstritten. Aber der Bundestag hat dann so quasi in letzter Minute noch in einer Sitzung des Haushaltsausschusses eine Änderung in den Artikel 104b des Grundgesetzes eingefügt. Und dieser Artikel sollte in dem ursprünglichen Entwurf
Entwurf gar nicht geändert werden. Ja, es ist mal wieder so ein Fall, wo die wirklich heiklen Punkte erst in die Beratung der Ausschüsse ins Gesetz reinkommen. Und diese Formulierung hat dann die Länder geradezu auf die Palme gebracht. In den Artikel 104b des Grundgesetzes wird nun Satz 5 soweit geändert, dass es da jetzt heißt, die Mittel des Bundes sind in jeweils mindestens gleicher Höhe durch Landesmittel für den entsprechenden Investitionsbereich zu ergänzen. Mit anderen Worten, Artikel 104b des Grundgesetzes soll für diese Kooperationsprojekte, zum Beispiel im Bereich sozialer Wohnungsbau oder im Bereich kommunale Bildungsinfrastruktur, soll der eine 50-50-Regelung enthalten in Zukunft, was bedeuten würde, nur diejenigen Länder würden von Zuschüssen des Bundes profitieren, die selber in der Lage sind, die Hälfte der Bundesmittel zuzuschießen. Ja, der Bund die Hälfte, die Länder die Hälfte. Und das ist eine Regelung, die Länder völlig indiskutabel finden. Denn damit würde zum Beispiel eine solche Einigung wie jetzt eben beim Digitalpakt Schule in Zukunft nicht möglich. Beim Digitalpakt Schule ist es ja so, dass der Bund 90% trägt der Kosten und die Länder sollen nur 10% tragen. Und eine solche Quote 90-10 wäre nach Artikel 104b Grundgesetz neue Fassung nicht mehr zulässig. Genau. Und der Punkt ist natürlich, dass der Bund sagt und die Finanzleute des Bundes sagen, ja, wir haben das da eingebaut, weil wir sicher gehen wollen, dass die Gelder, die wir an die Länder überweisen, auch genau dafür ausgegeben werden, für diesen Zweck. Und deswegen zwingen wir die Länder, sich daran zu beteiligen. Weil es in der Vergangenheit schon auch vorgekommen ist, dass der Bund Geld überwiesen hat und dann ist das irgendwo versickert und für ganz andere Sachen ausgegeben worden. Jedenfalls hat jetzt der Bundesrat die Abstimmung abgesagt. Also der Bundesrat muss ja bei Gesetzen, wo Länderbelange betroffen sind, auch zustimmen, bei Grundgesetzänderungen gleich dreimal. Und die bei allen Grundgesetzen, generell. Mit zwei Drittel Mehrheit. Und da hat der Bundesrat, also die Vertretung der Länder, die Ministerpräsidenten haben gesagt, ne, darüber stimmen wir nicht ab. Wir wollen das nochmal neu diskutieren. Und da die Kritikpunkte der Länder gehen eben zwei Richtungen. Das eine ist diese Finanzierung. Der Bildungspakt, hast du gesagt, wird 90 vom Bund und 10% von den Ländern finanziert. Haben alle gesagt, ja, das können wir machen, das ist okay. Aber danach alle Projekte 50-50 zu finanzieren, das geht nicht, das können sich arme Länder nicht leisten, hat Thies Rabe gesagt, der Kultusminister in Hamburg. Und er kritisiert, dass künftig die Länder viel, viel mehr Geld in die zusätzliche Finanzierung hineingeben müssen. Konkret, dieser Digitalpakt wäre in Zukunft nie wieder möglich, wenn diese Grundgesetzänderung gemacht wird. Einfach weil die armen Länder speziell einfach nicht das Geld haben, um das hälftig zu finanzieren. Und der zweite Kritikpunkt, den die Länder üben, der ist sehr grundsätzlicher Art. Susanne Eisenmann, Kultusministerin in Baden-Württemberg von der CDU, sagt, Finanzierung, ja, ist ein Problem, aber ihre Kritik geht tiefer. Finanzielle Änderungen jetzt an dieser geplanten Grundgesetzänderung, an der Aufteilung, das reichte den unionsgeführten Ländern nicht mehr. Die forderten vielmehr grundlegende Änderungen. Und für die Unionsseite liegt die Betonung auf grundlegend, weil wir tatsächlich den Bildungsföderalismus mit dem, was der Bund uns nun vorgelegt hat, für nicht mehr gewährleistet halten. Und das sind für die unionsgeführten Länder eine Basis, auf der wir nicht agieren werden. Deshalb gehen wir auch von einem komplizierten Vermittlungsverfahren aus. Ulf, ist das überzeugend? Man würde ja denken, naja, da gibt der Bund Geld und die Länder müssen was drauflegen. Ist der Föderalismus, ist da die Hoheit der Länder über die Schulbelange in Gefahr? Also ich finde ehrlich gesagt diese 50-50-Quote nicht so ganz verständlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass die Bildungshoheit im Grundsatz nicht in Gefahr wäre, wenn eine Kofinanzierung möglich wäre. Und zwar insbesondere deswegen, weil ja solche Gesetze auch immer der Zustimmung des Bundesrats bedürfen. Das heißt also, über die Köpfe der Länder hinweg kann da ohnehin nicht entschieden werden. Aber ich finde es in der Tat auch sehr problematisch, wenn da so eine 50-50-Quote ins Grundgesetz geschrieben wird. Ich finde auch, dass das einfach viel zu detailverliebt ist. Muss es jetzt genau 50-50 sein? Ich kann den Punkt des Bundes allerdings schon verstehen, dass man einfach eine gewisse Zweckbindung der Mittel sicherstellen will und sich deswegen eine Kofinanzierung mit den Ländern wünscht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja geradezu skurril, ja, dass man quasi parallel aushandelt, dass im Bereich Digitalpakt Schule 90-10 die Quote sein soll, trotzdem aber ins Grundgesetz schreiben will, ab 1.1.2020 soll für solche Kofinanzierungsprojekte zwingend die 50-50-Quote gelten. Ich finde, die naheliegende Einigung wäre
wäre doch, dass man den Artikel 104b des Grundgesetzes nicht auf eine starre Quote festigt, sondern dass man einfach sagt, dass das entsprechende Gesetz, ja, des Bundes, das diese Ausgaben festlegt, dass das eine Kostenquote für Bund und Länder festlegen muss und dass diese Kostenquote vorsehen muss, dass jeweils, dass sowohl der Bund als auch die Länder mindestens meinetwegen 10% der Kosten tragen müssen. Ja, also dass man das ein bisschen freier macht, weil es ja auch unterschiedliche Projekte gibt, die von unterschiedlicher bundesweiter Bedeutung vielleicht auch sind. Genau. Ja. Genau, und ich meine, wenn man sagt, diese Kostenquote muss dann halt es müssen quasi beide Seiten immer beteiligt sein, sowohl der Bund als auch die Länder, und jede Seite muss mindestens 10% der Kosten tragen, und die genaue Quote wird halt im Einzelfall in dem entsprechenden Bundesgesetz festgelegt. Diesem Gesetz müssen die Länder im Bundesrat zustimmen, dann ist die Sache gegessen, und ich glaube, das wäre eine Kompromisslösung, ja, dass man den 104b im Grunde an das anpasst, was man jetzt geregelt hat. Dann ist man flexibel, dann ist klar, es müssen sich beide Seiten beteiligen, aber man hat nicht diese starre 50-50-Quote. Und das sollte eigentlich eine Linie sein, auf die sich alle Beteiligten einigen können. Ja, aber jetzt haben wir sozusagen, jetzt ist die Sache im Vermittlungsausschuss. Das heißt also, da sind Mitglieder des Bundestags und des Bundesrats drin und versuchen jetzt einen Kompromiss zu finden, um dann vielleicht doch noch eine Änderung herbeizuführen, der alle zustimmen können. Aber Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Schulen, Schulinnen werden bis auf Weiteres auf ihr WLAN warten. Das wird noch Monate dauern, wenn nicht sogar noch ein Jahr oder länger. Und, ja, und das muss man sagen, das ist einfach aus meiner Sicht jedenfalls ein Fall schlechten Politikmanagements, denn es war ja von vornherein klar, dass man eine Zweidrittelmehrheit auch im Bundesrat brauchen würde. Auf mich wirkt es so ein bisschen so, als wenn die Bundesebene, und zwar parteiübergreifend im Bundestag, da versucht hätte, die Länder so ein bisschen über den Tisch zu ziehen, so nach dem Motto, hier kriegt er jetzt irgendwie die dicke Karotte, ja, Digitalpakt Schule, und dafür schluckt ihr doch bitte schön mal diese 50-50-Quote für die Zukunft. Und ich finde es eigentlich ein Zeichen von ein ganz angenehmen Selbstbewusstseins der Länder, dass sie da jetzt gesagt haben, nö, wir wollen zwar gern die Milliarden für die Schulen, aber nicht um jeden Preis, und wir lassen uns da nicht abzocken, denn diese 50-50-Regelung hätte sich vermutlich auf Dauer als großer Fehler herausgestellt, genauso wie das Kooperationsverbot ja im Grunde heute auch weitgehend einhellig als Fehler angesehen wird. Interessant fand ich noch zumindest die Pressemitteilung der Bundesbildungsministerin, also die war auch auf dieser Pressekonferenz, da hat sie sich nicht so deutlich im O-Ton geäußert, aber in der Pressemitteilung hat sie dann sich zitieren lassen mit den Worten, der Digitalpakt sei ausgehandelt und alles sei gut, und man habe sehr, sehr, sehr viel Wert und Energie da reingesteckt, sinngemäß diesen Digitalpakt so auszugestalten, dass die Kulturhoheit der Länder nicht berührt wird. Und das würde ich dann doch mal so lesen, dass sie, die Bundesbildungsministerin, Mitglieder des Bundes, der Exekutive, eigentlich der Meinung ist, dass es für die Umsetzung dieses Digitalpakts gar keine Grundgesetzänderung braucht. Und das finde ich dann schon interessant, und umso mehr wirkt es ein bisschen wie ein Überfall und ein Erpressungsversuch, wenn dann eben diese 50-50-Quote da reingemacht wird. Wir bleiben in Baden-Württemberg. Ja, in der Tat. Du bist ja Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, und ihr klagt in Baden-Württemberg. Und das, sagen wir mal, wird ergänzt durch eine interessante Geschichte, Entwicklung, die jetzt dieser Tage im Deutschlandfunk zu hören war, nämlich, dass das Innenministerium ein Management für Sicherheitslücken einplant. Was hat das alles damit auf sich? Ja, vielleicht nur ein Satz dazu. Was ist eigentlich die Gesellschaft für Freiheitsrechte? Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Grundrechte und andere Menschenrechte zu schützen durch entsprechend strategisch geschickt geführte Gerichtsprozesse. Und ein Verfahren haben wir vor kurzem gemeinsam mit dem Chaos Computer Club in Stuttgart gestartet vor dem Bundesverfassungsgericht. Und zwar haben wir eine Regelung aus dem neuen Polizeigesetz für das Land Baden-Württemberg angegriffen. Da geht es um den Einsatz von Staatstrojanern. Und wir haben diese Regelung aber aus einer ganz bestimmten Perspektive angegriffen. Wir sagen nicht, jedenfalls nicht in diesem Verfahren, dass es generell böse ist, wenn der Staat Trojaner einsetzt, sondern wir sagen, der Staat muss sich Gedanken darüber machen, wie er mit IT-Sicherheitslücken umgeht. Worum geht es da? Zunächst mal ein Wort dazu. Was sind diese Trojaner? Das ist halt eine Möglichkeit, wie sich der Staat in Handys zum Beispiel oder in Computer hinein hacken kann. Warum will er das? Viele Menschen setzen inzwischen verschlüsselte Kommunikationswege ein. WhatsApp zum Beispiel ist verschlüsselt, Skype ist verschlüsselt, und da ist es in vielen Situationen so, dass klassische Telefonüberwachung ins Leere läuft. Ne? Einfach weil man beim Provider, wenn man da quasi den großen Schnorchel ansetzt, dann nur noch verschlüsselte Daten abgreifen kann als Polizei, und deswegen wollen viele Sicherheitsbehörden nicht mehr
mehr an der Strecke unterwegs, an der Leitung lauschen, sondern sie wollen direkt auf dem Endgerät lauschen. Man nennt das dann Quellentelekommunikationsüberwachung. Also man möchte gerne die Telekommunikation an der Quelle überwachen und das geht eben normalerweise nur, indem man sich in die beteiligten Gerätschaften reinhackt. Aber dafür, also das geht ja nicht so einfach, ne? Also um sich in sowas reinzuhacken, in so moderne Betriebssysteme, brauchst du Lücken. Du brauchst irgendwie Fehler in der Software, die du ausnutzen kannst, um deinen Trojaner zu installieren. Ja, ganz genau. Und deswegen ist die Frage, wie geht man mit diesen Lücken um? Wie gesagt, der Staat braucht normalerweise eine Lücke, um einen Trojaner zum Beispiel auf einem iPhone installieren zu können. Für diese Lücken gibt es einen Schwarzmarkt. Ja, da gibt es so windige Hersteller, bei denen kann man die Lücken kaufen, um die dann in seinen Staatstrojaner einzubauen. Man kann auch fertige Staatstrojaner bei bestimmten Unternehmen kaufen und dann müssen diese Unternehmen sich halt vorher Sicherheitslücken einkaufen. Und das Problem bei diesen ganzen Sicherheitslücken ist, dass man die natürlich dann nicht nur einsetzen kann, um vielleicht sogar legitimerweise als Staat sich irgendwo reinzuhacken und keine Ahnung, irgendwelche bösen Terroristen zu jagen, sondern diese Sicherheitslücken sind ja quasi in dem iPhone, in der iPhone-Software generell drin oder sie sind in der Windows, im Windows-Betriebssystem oder in Word oder so generell drin. Mit anderen Worten, nicht nur der Staat kann diese Lücken ausnutzen, sondern auch irgendwelche fiesen Cyberkriminellen oder auch der zum Beispiel der russische Geheimdienst, ja, wie das beim Bundestag ständig passiert ist. Und deswegen, es gibt eben bei diesen Sicherheitslücken das große Problem, wenn man die geheim hält, um sie als für einen Staatstrojaner auszunutzen, dann kann sie auch, können sie auch alle möglichen Cyberkriminelle oder fremde Geheimdienste zum Beispiel ausnutzen. Mit anderen Worten, jede Lücke, die man auf Halde legt, die man in die Schublade legt für einen Staatstrojaner, ist zugleich ein großer Angriff auf die Sicherheit aller Menschen in Deutschland. Und das ist die Kritik, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte und der CCC jetzt an diesem Gesetz üben. Wir sagen nicht, der Staatstrojaner darf, also jedenfalls nicht in dieser Klage, der Staatstrojaner darf generell nicht eingesetzt werden, sondern wir sagen, der Staat muss sich sehr genau überlegen, welche Sicherheitslücken er für solche Trojaner verwendet. Und das führt jetzt zu dieser Meldung aus dieser Woche, nach der das Bundesinnenministerium offenbar überlegt, so eine Art Sicherheitslückenmanagement einzuführen. Was hat es damit auf sich? Ja, genau. Also diese Sicherheitslücken, die lassen sich ganz grob, das ist jetzt wirklich grob, aber um das ein bisschen plastisch zu machen, in zwei Gruppen einteilen. Da gibt es zum einen die Sicherheitslücken, die selbst die Hersteller der Software noch nicht kennen. Ja, bleiben wir bei einer Sicherheitslücke im iPhone. Wenn Apple die auch noch nicht kennt, dann kann Apple diese Lücke natürlich auch nicht schließen. Ja, es sei denn, sie finden sie zufälligerweise selber dann doch irgendwann mal selber raus. Aber im Prinzip muss Apple darauf hingewiesen werden, hier in deiner Software, in eurer Software, da im iPhone, da gibt es ein kleines Sicherheitsproblem. Und solche noch unbekannten Lücken, die nennt man Zero Days und weil sie eben quasi null Tage dem Hersteller bekannt sind und die sind natürlich extrem gefährlich, weil der Hersteller überhaupt keine Chance hat, sie zu schließen, bis er von ihnen Kenntnis erlangt. Und dann gibt es auf der anderen Seite Sicherheitslücken, die der Hersteller auch schon kennt, die aber möglicherweise trotzdem entweder der Hersteller noch nicht geschlossen hat oder die in einem System noch drin sind, weil derjenige die aktuelle Software nicht eingespielt hat. Ja, wenn man, keine Ahnung, wenn man auf seinem iPhone noch iOS 10 hat, ja, dann hat man trägt man ein iPhone mit sich rum mit Hunderten im Zweifel von Sicherheitslücken, weil das einfach nicht mehr aktuell ist. Ja, heute gibt es iOS 12 für die Leute, die kein iPhone haben. Also insofern gibt es zwei Gruppen von Sicherheitslücken und die These der GFF ist jetzt, der Staat muss die unbekannten Sicherheitslücken sofort dem Hersteller melden, um quasi die Gefahren für die IT-Sicherheit allgemein möglichst gering zu halten und er darf für seine staatlichen Überwachungszwecke nur Sicherheitslücken einsetzen, die der Hersteller schon kennt und die einfach in einem System deswegen noch drin sind, weil zum Beispiel der Benutzer des Systems beim Updaten geschlampt hat. Denn das, sagen wir, ist ein vernünftiger Kompromiss. Dann kann der Staat noch hacken. Er kann vielleicht etwas schwieriger hacken, aber er kann sich immerhin, wenn er das denn wirklich für nötig hält, noch in die Systeme irgendwie reinschleichen. Aber er hält eben keine Lücken mehr vor dem Hersteller geheim und gefährdet damit nicht die IT-Sicherheit weltweit. Aber was plant denn jetzt das Innenministerium? Das Innenministerium hat sich ganz lange davor gesträubt. Das Innenministerium wollte ganz lange im Grunde sagen, laissez-faire, ja, die Sicherheitsbehörden können machen, was sie wollen auf diesem Gebiet. Der Druck ist aber immer größer geworden, auf das Innenministerium ein vernünftiges Management für Schwachstellen einzuführen. Mit anderen Worten, sich einfach Gedanken darüber zu machen. Bislang gibt es da einfach offiziell gar keine Regelung. Ja, da können die Behörden einfach einsetzen, was sie wollen. Und jetzt wird das Innenministerium aber so langsam aber sicher gezwungen durch den politischen Druck, zum Beispiel auch aus der Zivilgesellschaft. Die Stiftung Neue Verantwortung hat da jetzt vor einiger Zeit einen längeren Bericht veröffentlicht, was man da so tun könnte im Bereich Management von Sicherheitslücken. Und so wird das Innenministerium jetzt immer mehr gezwungen, mal drüber nachzudenken, ob man ein Konzept schreibt, welche Sicherheitslücken gemeldet werden müssen und welche Sicherheitslücken weiter geheim gehalten werden dürfen. Und das ist deswegen so bemerkenswert, weil Horst Seehofer das jetzt
verkündet hat vor einigen Tagen, und zwar gegen den erklärten Willen seines Ministeriums. Ne? Also die Fachleute aus dem Innenministerium meinen wohl mehrheitlich nach wie vor, dieses Laissez-faire ist eine super Sache. Ja, wir hat natürlich mehr Freiheiten, ne? Fühlt sich an nichts gebunden und so. Genau, macht mal. Ne? Und Horst Seehofer hat jetzt mal verkündet, es hilft ja alles nichts, wir müssen zumindest mal über eine Meldepflicht von Sicherheitslücken nachdenken. Das heißt also, dass alle frisch gefundenen Sicherheitslücken dem Hersteller gemeldet werden. Also wir sind gespannt, ob das sich tatsächlich durchsetzt, und weil wir aber alleine auf die Einsicht von Horst Seehofer nicht vertrauen wollen, haben wir das Bundesverfassungsgericht mit dieser Frage beschäftigt. Nicht zum ersten Mal übrigens. Wir haben das im Sommer, im August schon mal getan, mit einer ähnlichen Verfassungsbeschwerde. Da ging es dann um die Strafprozessordnung. Wie gesagt, die GFF, das sei am Rande erwähnt, aber ich bin natürlich da auch nicht neutral als Vorsitzender, finanziert sich über Spenden. Also falls das jemand unterstützenswert findet, wir packen den Link mal in die Shownotes. Jetzt kam diese Woche, beziehungsweise heute war das, ne? Heute oder gestern, das weiß ich gar nicht, die überraschende Meldung, Neues vom Brexit. Und zwar gleich in zwei Geschmacksrichtungen. Die eine, ja. Theresa May. Es bleibt spannend. Es wird immer spannend, es spitzt sich eigentlich eher zu. Da kam jetzt die neueste Wendung, oder zwei neue Wendungen. Theresa May verschiebt die Abstimmung. Die sollte eigentlich jetzt morgen, also Dienstag, stattfinden über diesen mit der EU ausgehandelten Vertrag zum Brexit. Und dann kam auch noch die überraschende Meldung, dass der Europäische Gerichtshof den Exit from Brexit erlaubt. Also es ist Großbritannien wohl erlaubt, aus dem Brexit wieder zurückzutreten. Fangen wir mal mit Letzterem an. Also Exit from Brexit, Rücktritt from Brexit. EuGH hat da die Möglichkeiten skizziert. Ulf, wie sehen die aus? Ja, das ist wirklich sehr spannend. Vielleicht ganz kurz noch Recap, wie das so abläuft mit dem Brexit, regelt im Prinzip Artikel 50 des EU-Vertrages. Der regelt im Prinzip eine Zweijahresfrist. Der Brexit tritt automatisch in Kraft 2 Jahre nach der Kündigung. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass das Vereinigte Königreich im März 2017 gegenüber der EU erklärt hat, dass es aus der EU aussteigen will. Und damit wird der Brexit, wenn jetzt nichts weiter passiert, am 29. März 2019, am Ende dieser 2-Jahresfrist, wirksam. Dann wäre quasi das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland einfach raus aus der EU, ohne weitere rechtliche Bindungen. Diese 2-Jahresfrist lässt sich zwar verlängern, so steht es in Artikel 50 EU, aber nur, wenn die anderen Mitgliedstaaten das einstimmig beschließen. Die Frage war jetzt, wenn ein Brexit normalerweise oder überhaupt ein Exit aus der EU normalerweise mit einer festen 2-Jahresfrist abläuft und sich diese Frist nur verschieben lässt und von einer quasi Beendigung der Frist, von einem Exit aus dem Exit im Artikel 50 nicht die Rede ist, funktioniert das dann trotzdem? Politisch war eigentlich immer klar, das muss gehen. Ja, das kann also irgendwie nicht sein, dass man ein Land aus der EU quasi rauswirft, wenn es zwar einmal den Exit gewollt hat, sich inzwischen das aber anders überlegt hat. Denn natürlich ist die EU auf Expansion ausgerichtet, auf Erweiterung und auf Fortschreiten der Integration und nicht darauf, dass Leute aussteigen. Nicht umsonst ist der Artikel 50 auch so extrem knapp geregelt oder knapp gefasst. Da sieht man sofort, der war dafür geschrieben, dass er nie Praxis wird. Und jetzt mit einmal wird er wahnsinnig relevant. Aber nun ist die Frage, wie ist es rechtlich? Und der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat jetzt entschieden, dass diese Schwelle zum Exit von einem Brexit niedriger ist als gedacht. Er hat nämlich entschieden, dass jeder Mitgliedstaat, der einmal den Exit erklärt hat, einseitig diese Mitteilung über den Austritt nach Artikel 50 des EU-Vertrages zurückziehen kann. Einseitig und ohne weitere Bindungen. Es gibt nämlich nur zeitliche Grenzen. Dieses Recht zum Exit aus dem Exit endet in zwei Situationen. Zum einen nämlich, wenn ein Ausstiegsabkommen in Kraft getreten ist. Das ist beim Brexit ja noch nicht der Fall. Es gibt einen Entwurf, der ist aber noch von keinem Parlament beschlossen. Oder das Recht zum Exit aus dem Exit endet außerdem, wenn die 2-Jahresperiode plus eine eventuelle Verlängerung abgelaufen ist. Aber solange die 2-Jahresperiode gegebenenfalls mit Verlängerung läuft und kein Ausstiegsabkommen in Kraft ist, kann zum Beispiel das UK einseitig jederzeit sagen, wir haben es uns anders überlegt, wir bleiben dabei. So, und das bedeutet also, ne, du kannst quasi aus dem Brexit zurücktreten, wenn er noch nicht vollzogen ist. Ja, genau. Und wenn es noch kein Abkommen gibt. Also das sind ja nun denkbar niedrige Hürden. Und vor diesem Hintergrund sollte nun also am Dienstag, also morgen, wir nehmen Montagabend auf,
das britische Parlament über das Abkommen abstimmen, was Theresa May mit der EU-Kommission ausgehandelt hat, was extrem umstritten ist. Und das hat jetzt Theresa May verschoben. Sie hat gesagt, wenn das Votum wie geplant abgehalten worden wäre, wäre die Brexit-Abmachung deutlich abgelehnt worden. Da hat sie, denke ich, unzweifelhaft recht. Das ist ziemlich unstrittig. Rund 100 der 315 Abgeordneten ihrer eigenen konservativen Partei hatten angekündigt, das Abkommen abzulehnen. Jetzt will Theresa May in der EU nachverhandeln, dieses Abkommen. Also da ist am Wochenende der letzte EU-Gipfel in diesem Jahr. Und sie hat jetzt, ja, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Tage noch Zeit, um da vielleicht Nachverhandlungen in Gang zu setzen. Wann die nächste Abstimmung stattfinden wird, ist völlig offen. Und die EU-Kommission hat schon gesagt, also Nachverhandlungen lehnen wir kategorisch ab. Eine Sprecherin sagte, dieser Deal ist der beste und der einzige mögliche Deal. Wir werden die Vereinbarung, die jetzt auf dem Tisch liegt, nicht nachverhandeln. Die EU-Kommission geht davon aus, dass Großbritannien die EU, wie angekündigt, am 29. März verlassen wird. So, und das Kernproblem ist natürlich diese Vereinbarung, die ausgehandelt wurde, mit diesem wichtigen Punkt des Backstops, also das, worauf die EU bestanden hat, dass es auf gar keinen Fall eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben wird. Republik Irland bleibt in der EU. Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich und wenn das rausgeht, könnte dort eine harte Grenze entstehen. Das will die EU auf jeden Fall verhindern, hat deswegen diesen etwas komplizierten Backstop eingebaut, der aber unterm Strich dazu führen kann, dass es eben in Großbritannien oder im Vereinigten Königreich unterschiedliche Rechtssysteme gibt, in Schottland, Wales, England das eine und in Nordirland ein bisschen ein anderes, das verhindert, dass es eben zu Irland dann eine harte Grenze gibt. Das ist so das der Kernpunkt, über den sich die Brexiteers aufregen. Ja, und jetzt ist die Frage, was sind die Optionen? Also wann die nächste Abstimmung stattfinden wird, ist unklar. Nachverhandeln scheint mir unwahrscheinlich, oder? Ulf, was denkst du, dass die Kommission dieses Fass nochmal aufmacht und sagt... Nein, das kann man, glaube ich, auch sagen. Also die Kommission hat überhaupt keine Veranlassung, da nochmal nachzuverhandeln, denn letztlich spielt ja der große Druck des harten Brexit zurzeit deutlich der EU in die Hände, denn dass ein harter Brexit für alle Seiten nachteilhaft wäre, ist klar, aber die Hauptverlierer wären, denke ich, schon die Briten, und das ist eine Erkenntnis, die sich so langsam aber sicher auch durchsetzt. Du hast es eben schon gesagt, Philipp, es gibt zwar keine Mehrheit für dieses Brexit-Abkommen, es gäbe aber überhaupt gar keine Mehrheit für einen harten Brexit. Und der Punkt ist, wenn dieser Deal nicht kommt, dann gibt es zunächst mal nur noch die Option des harten Brexit. Und das Problem ist, dass da ja eben die Uhr tickt. Ne? Wie gesagt, das sind im Grunde nur noch gut 3, 3,5 Monate bis am 29. März, wenn jetzt nichts mehr passiert, das UK die EU verlassen müsste. Und deswegen ist diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs so wichtig. Das steht auch ausdrücklich drin, weil sie nämlich dazu führt, dass den Abgeordneten im britischen Unterhaus jetzt nicht nur zwei Optionen zur Entscheidung vorliegen, nämlich harter Brexit oder Brexit-Deal, sondern auch die Option, diesen ganzen Brexit abzublasen. Und da ist dann nur die Frage, ob man über diese Frage Brexit abblasen ein neues Referendum durchführen soll oder ob das einfach quasi durch eine Regierungsentscheidung passiert, frei nach dem Motto, ein harter Brexit ist zurzeit die einzige Möglichkeit, weil es keine Mehrheit gibt für den Deal. Deswegen stoppen wir den Brexit ganz, widerrufen unsere Notifizierung nach Artikel 50 EU, um dann quasi in Ruhe nach einer weiteren Lösung zu suchen. Und diese weitere Lösung, die man in Ruhe suchen könnte, wäre dann oder könnte dann zum Beispiel eine neue Volksabstimmung über die Frage sein, ob man es ein weiteres Mal versuchen soll mit diesem Brexit-Deal oder ob man dieses ganze Projekt nicht vielleicht einfach abblasen sollte. Ja, das sind also dieses Referendum, das ist so bis zum 29. März eigentlich kaum mehr zu machen. Selbst also Bis dahin nicht. Da gibt es natürlich jetzt viele Stimmen, die mehren sich auch, ein zweites Referendum abzuhalten. Aber ich denke, das ist in der Zeit
kaum mehr möglich. Und deswegen war diese Entscheidung des EuGH ja so wichtig, genau. Ne? Weil sie im Grunde vorzeichnet, klar, also Referendum geht nicht mehr, wirklich eine Klarheit herzustellen, bis Ende März wird man nicht mehr schaffen, dann müsste man einfach, das ist so oft, muss man so offen sagen, dann müsste man den Brexit abblasen und einfach neu entscheiden lassen, das Volk auf der Grundlage des Brexit-Deals, den es jetzt gibt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dann würde auch endlich mal mit offenen Karten gespielt. Ne? Dann hätte man nämlich die Option auf dem Tisch, die realistischerweise überhaupt bestehen, nämlich EU wie bisher oder Brexit-Deal. Das wären ja die beiden realistischen Optionen. Ja, da bin ich mal gespannt, wofür die Leute stimmen. Ich meine, die Remainer sagen natürlich, wir stimmen nur über Hard Brexit oder voll in ab. Sozusagen, wir stellen diesen Vertrag gar nicht zur Abstimmung. Aber das, glaube ich, ist unrealistisch. Die Frage ist natürlich, kann man dann immer ein- und austreten und dann so sagt man, ja, jetzt läuft die Zweijahresfrist wieder. Ah, nee, jetzt ziehen wir es wieder zurück. Jetzt läuft sie wieder. Ich finde, es ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, Philipp, aber wenn man ganz genau hinguckt, der Brexit-Deal beinhaltet doch der Sache nach sowieso ein Aufschieben des Brexit. Ne? Das ist doch gerade der Witz, dass am 29. März nach diesem Brexit-Deal eine Phase in Kraft treten würde, eine Phase beginnen würde, die de facto zwar einen Austritt bedeutet, aber rechtlich alles wieder so lässt, wie es während der Mitgliedschaft in der EU war, minus Stimmrecht des UK in den EU-Institutionen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, der Unterschied zwischen wir canceln den ganzen Brexit und verhandeln nochmal in Ruhe oder lassen nochmal abstimmen, auf der einen Seite und dem Brexit-Deal ist so groß nicht. Und wenn man ohnehin erstmal die Wirkungen des Brexit zwei Jahre aufschiebt, dann ist es doch eigentlich sogar die konsequentere Lösung zu sagen, wir canceln den ganzen Brexit und wir denken nochmal in Ruhe nach, ob das nicht von vornherein eine Schnapsidee ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Tagen entwickelt. Das ist heute halt sehr frisch, aber da bin ich mal gespannt, wie sich da die Debatte so noch entwickelt mit dieser EuGH-Entscheidung. Wir blicken nach Frankreich und da toben natürlich schon seit einigen Wochen, knapp vier sind es glaube ich jetzt, durchaus rasante, gewaltsame Proteste gegen Macron, gegen alles Mögliche, da reden wir gleich ein bisschen drüber. Die sogenannten Gelbwesten haben für massive Ausschreitungen gesorgt, hunderte Festnahmen. Und da war jetzt, stand immer im Raum, ja, wie reagiert denn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drauf? Und heute hat er eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Da können wir natürlich in der Lage der Nation nicht einfach so drüber weggehen. Mit ein paar Stichpunkten ist er im Kern den Protesten, den Gelbwesten doch sehr entgegengekommen. Also er hat Entlastung bei vielen Sozialabgaben versprochen. Der Mindestlohn soll um 100 Euro pro Monat ersteigen. Auch Überstunden sollen frei von Steuerabgaben und anderen Abgaben sein. Also da ist Macron und diese viel diskutierte Dieselsteuer ist ja eh schon begraben worden. Also Macron ist da auf der Oberfläche den Gelbwesten, diesen Sozialprotest sehr entgegengekommen. Und da ist natürlich die Frage, wird das reichen? Liegen die Probleme nicht viel, viel tiefer? Und wir haben vor der Rede von Macron an die Lage der Nation gesprochen mit Ulrike Gouraud. Sie ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität in Krems in Österreich. Und sie ist Direktorin und Gründerin des European Democracy Labs, eines sogenannten Thinktanks hier in Berlin, also einer Firma letztlich, die sich Gedanken macht über Europa, europäische Politik und wie es so weitergehen könnte. Und weil wir natürlich die Gelbwesten hier an dieser Stelle in der Lage zum ersten Mal aufgreifen, muss die erste Frage natürlich sein, wer sind denn diese Gelbwesten? Wer sind die Gelbwesten? Die Gelbwesten sind französische Wutbürger, die eher aus der Provinz kommen. Frankreich ist ja ein stark zentralisiertes Land mit einem sehr großen Stadt-Land-Gefälle, einem Stadt-Land-Gefälle, das man sich, glaube ich, in Deutschland gar nicht so klar macht oder vorstellen kann. Wir haben ja im Grunde verschiedene große Städte, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und so weiter. Keine der deutschen Städte außer Berlin ist über 3 Millionen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass also Paris eine Stadt ist mit einem Einzugsgebiet von ungefähr inzwischen 15 Millionen.
Das ist ein Drittel der Franzosen, die da wohnen, und die anderen zwei Drittel wohnen auf dem Land. Und auf dem Land gibt es nicht mehr diese ganzen vielen Städte, die Deutschland da zu bieten hat. Und insofern, dieses Stadt-Land-Gefälle bedingt eine ganz starke Kluft auch zwischen der eher provinziellen Landbevölkerung und dem Großraum Paris, der Metropole. Und da artikuliert sich jetzt eine enorme Wut von Bürgern, die sich nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen und die sich verlassen fühlen. Was sind denn eigentlich, abgesehen von dieser Wut, die verbindenden Thesen oder die verbindenden Gedanken der Gelbwesten? Sind das eigentlich neue Themen, die jetzt aktuell aufgepoppt sind, oder sind das Themen, die sich schon seit vielen Jahren beobachten lassen? Ja, also es sind ja nicht die ersten Proteste in Frankreich, sondern wir erleben ja seit einiger Zeit, seit 10, 15 Jahren praktisch einen latenten Protest der Bevölkerung in Frankreich. Das waren erst die jungen Beur, die da die Riots gemacht haben 2004, 2008 in den Vororten. Man hatte immer den Blick sehr stark auf die Vororte, und dann wurde immer so gesagt, es sind natürlich so diese Araber-Franzosen mit französischem Pass, die wenig Chancen auf dem Bildungsmarkt haben, die in den Vororten wohnen, und die sind das soziale Problem. Und jetzt sagen aber alle Studien, also ein Buch, um es mal zu zitieren, Christophe Guillet, La France Périphérique, alle Studien sagen, dass man auf diese Vororte inzwischen in Frankreich sehr gut geschaut hat. Da sind auch viele Mittel hingeflossen, also per capita ungefähr 196 Euro pro Kopf, die man also investiert hat in Anstriche, neue Farbe, Jugendhilfe in den Vororten. Aber da, wo das Geld nicht hingegangen ist, und da bin ich jetzt bei dem typischen Gelbwesten-Mitläufer, ist halt, sagen wir mal, irgendein Dorf in Lorraine, wenn sie damit von Frankfurt nach Paris mit dem Zug fahren. Sie fahren quer durch Lothringen und sie sehen ein verfallenes Dorf nach dem anderen. Und die Zahlen sagen, dass für diese ganz Normalo-Franzosen sind halt 6 Euro pro Kopf ausgegeben worden, wenn es darum geht, Infrastruktur und Erhaltung des Lebensumfeldes. Und das sehen die jetzt, da ist nichts mehr. Also es gibt sozusagen, wie in im Grunde diesen verwaisten Regionen im deutschen Osten, gibt es da keinen Briefkasten mehr, keine Bahnanbindung mehr, keine Schnellstraße mehr, keinen Supermarkt mehr, keine Kneipe mehr, und dann verwahrlost eben soziales Leben. Und ich glaube, ein Großteil dieses Protestes speist sich aus diesem Gefühl des Abgehängtseins. Aber was sind denn jetzt die vordergründigen, die offensichtlichen Anliegen? Also die Dieselsteuer, die wurde ja immer wieder genannt als Anliegen. Das Diesel war nur das Anliegen, weil Macron hat ja eine ganz große Reformagenda. Und diese Reformagenda ist ja eigentlich, dass er im Prinzip den französischen Sozialstaat oder überhaupt den französischen Staat und seine Staatsausgaben grundsätzlich umbauen will. Also das Schlagwort von Macron war immer Start-up-Nation, la nation start-up, ich Start-up-Nation. Und es hat natürlich viel damit zu tun, mit Verwaltungsabbau, mit Bürokratieabbau, aber eben auch mit ganz vielen Reformen, Rentenreform, Sozialreform, Gesundheitsreform und so weiter. Also vieles, was man in Deutschland auch immer permanent auf der Reformagenda hat. Davon hat Macron einiges angegangen. Das waren auch Sachen, die wehgetan haben, so ein bisschen wie bei uns die Hartz-IV-Reform wehgetan haben. Und ein Beispiel ist zum Beispiel diese Abschaffung der Vermögenssteuer. Ja, ist natürlich auch, ich sag mal, nach hinten losgegangen, weil damit hat Macron ja jetzt den Anstrich bekommen, dass seine Reformen zwar Modernisierungsreformen sind, aber immer nur dem besseren Teil der Bevölkerung eigentlich zugutekommen. Also wenn sie eine Vermögenssteuer abschaffen, aber dafür eine Dieselsteuer einführen, und deswegen ist das, glaube ich, so der auslösende Zünder gewesen, hat sich einfach der Eindruck verstärkt, dass Macron eine große Reformagenda hat und das Land modernisieren will, dass die Reformen aber alle so angelegt sind, dass sowieso die in den Städten sind, die jetzt schon besser verdienen, besser gestellt sind und so weiter, dass die von diesen Reformen auch noch profitieren, während die da auf dem Lande sind, die das Auto unbedingt brauchen, um zur Arbeit zu fahren, weil sie sich eh schon nicht leisten können, in Paris zu wohnen, die werden jetzt auch noch kräftiger besteuert. Aber stimmt denn dieser Eindruck tatsächlich? Ist denn die Reformagenda von Macron so ungleich, dass sie tatsächlich die Spaltung, die Sie gerade beschrieben haben, auch noch vertieft? Es stimmt. Wie immer liegt der Teufel im Detail. Ich müsste viele Argumente sozusagen ausholen können, um das auszudifferenzieren, aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also bleiben wir mal bei der Vermögenssteuer, die wahnsinnig symbolträchtig ist, ne? Die Steuer der Reichen wird abgeschafft, so.
Was es stimmt, natürlich wird die jetzt irgendwie mal abgeschafft. Was aber das Eigentliche war, ist, dass Frankreich die Vermögenssteuer relativ niedrig angesetzt hatte. Das heißt schon, viele, die man in Deutschland zum Mittelstand zählen würde, zahlen in Frankreich Vermögenssteuer. Das Ziel von Macron war nicht in erster Linie, die Steuern für die Reichen abzuschaffen. Die Reichen haben ja sowieso, ich sag mal, den Vorteil, dass sie ihr Geld halt sowieso immer irgendwo in Sicherheit bringen. Ja, Panama und so weiter. Man kriegt die Reichen ja nicht, um das mal auf den Tisch zu legen. Ja? Und Macron wollte also eher sozusagen die Reichensteuer für den Mittelstand abschaffen, musste sie dafür aber natürlich auch für die Reichen abschaffen. Ja, jetzt kann man das mit zwei Augen beurteilen. Man kann sagen, ja, da ist jetzt für die Reichen was abgeschafft worden. Man kann aber auch sagen, der Mittelstand ist von einer Reichensteuer befreit worden, die den Mittelstand, mittelständische Unternehmer auch gedrückt hat. Also insofern gibt es da schon zwei Sichtweisen darauf. Ich glaube schon, dass übrigens muss man bei dieser Vermögenssteuer auch wissen, l'impôt sur les grandes fortunes, dass auch Hollande, auch Sarkozy, auch Chirac wollten die schon abschaffen. Ja, weil im Grunde für die dann sehr wenigen Superreichen in Frankreich natürlich nur einen symbolischen Wert. Ja? Und trotzdem war es gerade der symbolische Wert, an dem sich das dann entzündet hat. Insofern muss man halt immer gucken, was ist der symbolische Wert bei so einer Steuer, bei so einer Reform und was ist der sozusagen reale Wert für das französische Staatssäckel. Ja? Begünstigt eigentlich das politische System in Frankreich soziale Spaltung? Also gibt es ein Repräsentationsdefizit? Das heißt, sind bestimmte Gruppen systematisch einfach nicht im Parlament repräsentiert? Naja, mit Verlaub, wir führen in Deutschland die gleiche Debatte. Ja, wir haben in Deutschland das gleiche Stadt-Land-Gefälle. Vielleicht nicht ganz so krass, weil wir halt diese ganzen mittleren Städte haben. Ich sag mal Heidelberg, Ulm, Augsburg, was wir da alles noch so haben. Und jede Stadt hat ein Industriegebiet und dann funktioniert das irgendwie. Außerdem fahren Sie ja durch Deutschland mit der Autobahn und alle 20 Kilometer ist eine Abfahrt und das ist die neue Stadt. Ja, also wenn Sie von Dijon nach Bordeaux fahren, fahren Sie durch 500 Kilometer Sonnenblumen. Ja, insofern hat Frankreich ein soziales Gefälle, aber dieses soziale Gefälle haben wir auch. Und dieses übrigens Großbritannien auch. In Deutschland gibt es 15 Millionen Arme nach Sozialstatistik. In Großbritannien gibt es 14 Millionen Arme nach Sozialstatistik. Das heißt, alle Industriestaaten, übrigens auch die USA, haben jetzt ein neues Gefälle zwischen Arm und Reich. Und das hat sich in den letzten 15 Jahren kolossal verstoben, auch in den westeuropäischen Industriestaaten. Also da würde ich Frankreich gar nicht mal so herausnehmen. Und natürlich hat das viel zu tun mit Steuerreform, wie hat man liberalisiert? Wer hat von den Liberalisierungen und digitalen Schüben der Wirtschaft der letzten 15 Jahre profitiert? Ja, und das waren bestimmte gebildete Klassen und andere eben nicht, die halt ihre Jobs verloren haben in den Modernisierungsprozessen der letzten Jahre. Da würde ich Frankreich nicht so rausnehmen. Die eigentlich interessantere Frage ist, warum kommt Frankreich so wahnsinnig schwer damit klar, während andere Länder noch irgendwie damit klarkommen? Ja, also sagen wir mal Japan, die Bundesrepublik, wer auch immer. Es gibt schon Länder, wo man das Gefühl hat, man kommt so ein bisschen besser damit klar. Und es gibt Länder, die kommen eher nicht damit klar. Bei Italien zum Beispiel fällt das ja völlig auseinander. Norditalien kommt gut damit klar, Süditalien kommt nicht damit klar. Und allgemein gilt, rurale, also städtische Metropolregionen kommen damit irgendwie klar und die Les Territoires, die ländlicheren Regionen jetzt nicht. Und deswegen würde ich sagen, mehr noch als ein Modernisierungsproblem hat Frankreich eigentlich ein geografisches Problem. Sie können nun mal nichts dafür, dass sie seit Jahrhunderten dieses Paris in der Mitte und vielleicht noch Lyon und sonst nichts haben. Bei einer Fläche, die aber ein Drittel größer ist als die Bundesrepublik. Also sie haben die Bundesrepublik hat 80 Millionen Einwohner. Frankreich 60, aber Frankreich ist ein Drittel größer als die Bundesrepublik Deutschland. Das muss man sich schon mal klar machen. Und auf dieser Riesenfläche gibt es in Frankreich zwei Metropolregionen, die so ein bisschen drumherum was ziehen. Das eine ist Lyon und das andere ist halt der Großraum Paris. Der Rest ist Land. Das ist, als hätten sie in Deutschland, ich sag mal, so ein riesengroßes Frankfurt und drumherum nur Brandenburg. Ja? Und dann, wenn wir das so mal beleuchten würden, dann würde man wahrscheinlich viel besser verstehen, warum auch diese Begriffssetzungen, die wir ja im deutschen Diskurs immer haben, Frankreich ist reformunfähig und so weiter, Frankreich kann nicht sparen, tatati tatata, das ist natürlich eine sehr deutsche Brille, die eben auch aus einer deutschen, ich sag mal, geografischen, homogenen Wirtschaftsstruktur, wo überall so ein bisschen Mittelstand, eine kleine Stadt und so, wir reden halt so. Aber in Frankreich ist das so nicht darstellbar. Wo nichts ist, kann nichts reformiert werden. Insofern ist ja für Frankreich mal die erste Frage, bauen die da mal was hin? Ja? Fahren Sie mal nach Clermont-Ferrand, fragen Sie sich, wenn ich hier was haben will, da geht es nicht darum, dass ich den Mais reformiere, sondern es geht darum, was baue ich da hin?
Ja, der deutsche Föderalismus lebt ja davon, dass in schwachen Regionen dann Behörden angesiedelt werden oder Hochschulen und Forschungsinstitute, ganz abgesehen davon, dass das Stadt-Land-Gefälle ohnehin geringer ist als in Frankreich, das haben Sie ja gerade geschildert. Was kann denn Macron nun machen, um das zu ändern? Ja, also genau das. Also deswegen sagte ich ja, die eigentliche Frage ist nicht, was kann reformiert werden, sondern was baut man da vielleicht mal hin, ja? Und das Erste, Frankreich hat diese Schritte ja auch in die Wege geleitet. Jetzt, wir können uns ewig darüber streiten, warum die halt eine Revolution hatten und darauf dann eine Zentralisierung entstanden ist und den Sonnenkönig hatten und dann kam Napoleon. Aber wir können auch 300 Jahre französische Geschichte nicht rückgängig machen. Man kann den Franzosen das auch nicht vorwerfen, ja? Sowas sind ja gewachsene Strukturen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Dieselskandal, Automobile, Stuttgart, Automobilcluster, dann ist ja so ein Cluster nur deswegen darstellbar, weil in Baden-Württemberg sind alle Autobauer, aber auch alle Fachhochschulen, auch alle Fraunhofer-Institute. Und dann ist also Innovation, Förderung, staatliche, private Forschungsförderung plus das Auto, was am Ende dabei herauskommt und die Zulieferbetriebe, das ist dann eben alles in Baden-Württemberg. Das ist aber eine über im Grunde 150 Jahre gewachsene Tüftlerstruktur. Ja? Die kann man ja nicht einfach so auf die grüne Wiese bauen, sondern solche Cluster, wie man sie nennt, deswegen heißen sie auch Cluster, die entstehen eben. Deswegen sprechen sie in, keine Ahnung, Nordamerika vom Universitätscluster, MIT, Princeton, Yale, ja, so. Und das kann man den Franzosen, und das wollen die Franzosen ja jetzt auch machen. Also Macron fängt ja an, 2016 übrigens schon, noch vor Macron, haben die Franzosen eine Gebietskörperreform gemacht. Die Franzosen machen jetzt im Grunde Regionenbildung à la Deutschland. Soll heißen, es gibt eine große Diskussion über das sogenannte Le Grand Alsace, also wo drei elsässische Regionen in einer Verwaltungsregion zusammengeführt werden. Es gibt, wurde jetzt zum Beispiel die Auvergne mit Lyon zusammengeführt. Genau aus dem Grund, dass die Stadt Lyon, die ja gut funktioniert und die eine Arbeitslosigkeit von 4% hat, dass die administrativ mal zusammengeführt wird mit dem, mit der, ich sag mal, etwas hinterwäldlerischen Auvergne, ja, wo es außer Fromage Bleu, also gutem Blauschimmelkäse, eigentlich jetzt nicht so viel gibt, was verkaufbar ist, ja. Und in dem Moment, wo sie aber dann so eine arme Stadt und so eine reiche Stadt und so ein armes Hinterland zusammenführen, erhoffen sich halt die Franzosen, dass sie über diese Gebietskörperreform eben auch neue Funktionsregionen gründen, die dann administrativ eben genau das machen können, was Sie angesprochen haben. Wie kriegen wir hier ein Cluster hin, einen Flughafen, eine TGV-Anbindung, dass einfach mal was entsteht. Ja, so wie zum Beispiel Toulouse ist ja noch so eine Ausnahme, da ist halt Airbus. Und jetzt ist halt die andere Frage, unter welchen Bedingungen machen das die Franzosen? Ich glaube sogar, Macron hat das auf dem Schirm. Und wenn wir den Franzosen jetzt zwei Sachen geben würden, nämlich erstmal Zeit und zweitens, wir würden ihnen noch erlauben, viel Geld auszugeben, dann könnten die halt investieren und in 20 Jahren hätte Frankreich genau dieses mittelständische Gewebe, was wir jetzt in Frankreich suchen und warum die gelben Westen losgehen, weil halt, wenn in einer Stadt im Moment eine Fabrik zumacht, dann gibt es da keine mehr, ja, da muss man halt 500 Kilometer woanders hinfahren, so. Aber Macron hat ja die beiden Bedingungen nicht. Weder hat er Zeit, weil jetzt sind die Blauwesten, jetzt ist diese Revolution im Lande sozusagen. Und er hat auch kein Geld, irgendwas hinzubauen und zu investieren, weil EU-Kommission, Sparpolitik und so weiter. Das heißt, die zwei Dinge, die er für so eine im Grunde kolossale Umsteuerung, territoriale Umsteuerung Frankreichs bräuchte, nämlich Zeit und Geld, diese beiden Sachen hat er im Grunde nicht. Ja, aber was heißt denn das dann jetzt? Ja, das heißt jetzt erstmal, dass es kurzfristige Lösungen nicht gibt und das sehen wir ja, ne? Also Macron hat ja jetzt erstmal zwei kluge Sachen gemacht. Erstmal, er hat nicht den Ausnahmezustand ausgerufen, wie er ja letzten Sonntag noch sagte. Also das hieße ja Ausnahmezustand im Grunde Proteste totschlagen, ja? Das wäre die schlechteste aller Lösungen gewesen. Das wurde ja Sonntag vor einer Woche diskutiert. Das ist nicht, hat nicht stattgefunden. Und die zweite ist, dass er jetzt mal diese Dieselsteuer, an der sich ja alles entzündet hat, also sozusagen den Brandherd, den hat er jetzt zurückgenommen. Und erstickt und gesagt, nein, das findet jetzt mal ein Jahr nicht statt. Das heißt, sie wollen jetzt, im Grunde ist das Vorhaben der Regierung, jetzt eine andere Bilanzierung zu machen, nach dem Motto, welche Regionen hatten wir, Reformen hatten wir eigentlich alle auf der Agenda? Das war ja nicht nur Diesel. Ich sagte schon, es war auch das Gesundheitswesen, auch die Rentenreform. Es gibt auch noch so Wohnungssteuer, dann diese Impôt sur la Grande Fortune. Also in welcher Reihenfolge jetzt welche Reformen gemacht werden, ist ja die Frage, wenn ich jetzt den einen Brandherd zurückziehe, macht es ja nicht sehr viel aus, gleich morgen mit einem neuen Brandherd zu kommen, sondern was die gelben Westen ja wollten, sind ja ganz allgemeine Forderungen, die lauteten, mehr Kaufkraft, ja, weniger Steuern, besseres Leben.
Das ist natürlich, kann jeder irgendwie, ja, können Sie, kann man intuitiv verstehen, Sie sind auf dem Land, Sie sind abgehängt, Sie haben auf gut Deutsch ein scheiß Leben, ja, nichts mehr Öffentliches um Sie herum, Sie haben sehr wenig Kaufkraft, das machen sich die Deutschen, glaube ich, auch nicht klar, ja, ich glaube, das fundamentale Problem bei der Perzeption dieser ganzen Krisen, die man ja überall sieht, übrigens ja auch in Andalusien und in Italien und auch in Frankreich und überall, ist, dass die Deutschen keine Krise hatten. Und deswegen verstehen wir, man lernt ja nur über Erfahrung, Herdplatte, ja. Wenn Sie die Herdplatte nicht anfassen, geht's Ihnen ja gut. Jetzt haben wir keine Herdplatte. Wir sind da mit Abwrackprämie und so irgendwie gut durch diese Krise gekommen. Dass die anderen Länder nicht gut durch die Krise gekommen sind und dass die seit 10 Jahren fundamental wanken, instabil sind, sozial porös und sich das immer nur noch verstärkt, das geht in Deutschland irgendwie nicht ins Gehirn, weil wir diese Herdplatte nicht haben. Und dann kommen, wenn wir es überhaupt mal auf den Schirm bekommen, kommen ja immer diese reflexartigen, sollen die es doch so machen wie wir, ja? Sollen die doch jetzt mal berufliche Bildung machen? Sollen die doch jetzt mal Mittelstand machen? Sollen die doch jetzt mal, ja? Und deswegen habe ich eben versucht, so umständlich zu erklären, Clermont-Ferrand, wo nichts X ist nichts. Sie können nicht in Clermont-Ferrand einfach mal Mittelstand machen, weil sie brauchen dafür das Cluster und die Kleinbetriebe, in denen sie überhaupt die, wie sagen wir, hier duale Ausbildung, diese Leute überhaupt erstmal, die ausgebildet werden können und so weiter. Und das sind ja Strukturen, die müssen erst geschaffen werden und da sind wir wieder beim Thema Zeit und Geld und da sind wir wieder beim Thema, die unmittelbare Lösung ist da nicht in Sicht. Frankreich wird eine soziale Unruhe weiter vor sich hinschieben, weil die unmittelbare Lösung, wenn man Macron nicht Zeit und einen Geldspielraum einräumt und ihm mal 20 Jahre lässt, um so eine fundamentale Umsteuerung zu machen, dann wird man das ein bisschen abdämpfen können, man wird es aufschieben können, man wird die Reform ein bisschen vielleicht weniger tough machen können, aber man wird es strukturell nicht lösen können. Ja, Sie beschreiben jetzt Frankreich als ein Land mit massiven strukturellen Problemen. Das wird natürlich auch in der französischen Wissenschaft schon reflektiert, also in der französischen Soziologie insbesondere gibt es große Vorbehalte dagegen, jetzt immer nur von der Gewalt auf den Straßen zu reden. Und es wird gefordert, doch auch mal diese strukturelle Gewalt in den Blick zu nehmen. Also zum Beispiel entfremdete Arbeitsverhältnisse, unter denen ja besonders Menschen eben aus unteren sozialen Schichten extrem leiden oder eben auch Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn man sich diese ganzen strukturellen Probleme jetzt anschaut, die Ungerechtigkeiten zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, die Ungerechtigkeiten durch dieses Stadt-Land-Gefälle. Wie geht es denn jetzt weiter? Lässt sich das politisch überhaupt in absehbarer Zukunft reformieren? Ja, also ich habe keine Kristallkugel, ich weiß das nicht. Aber dass sich das einfach so legen wird, das glaube ich nicht. Also ich würde gerne nochmal darauf verweisen, es ist nicht zum ersten Mal, dass wir soziale Unruhe in Frankreich beobachten. Ja, dann gab es 2014 ja schon in der Mitte der Euro-Sparpolitik, das hat man ja in Deutschland alles nicht mitbekommen, aber als in Frankreich 2012, 2013 sind ja insgesamt ungefähr 800 Industriearbeitsplätze flöten gegangen. Machen Sie das mal in Deutschland. Machen Sie doch morgen mal VW zu. Und dann gucken wir doch mal, ob es in Niedersachsen ruhig bleibt. Ja, Und das ist aber passiert. Und dann gab es dann in der Normandie, wo man zum Beispiel so Schlachthöfe zugemacht hat und so, gab es die sogenannten Bonnet Rouge. Das waren damals die Rotmützen. Bonnet Rouge war ja dieses Revolutionäre, diese Jakobinermütze. Ja? Das hat damals, ist über die Bretagne und über die Normandie nicht herausgekommen, weil die halt nicht nach Paris gegangen sind. Ja? Die Gelbwesten haben sich ja sozusagen von der Provinz nach Paris übertragen. Und warum ist das so hochgekommen? Es ist ja nur hochgekommen, weil die Fernsehkameras immer in Paris stehen und weil die New York Times auch nur darüber berichtet, wenn halt der Triumphbogen brennt und nicht, wenn da in Clermont-Ferrand was brennt, ja. Und ich glaube, diesmal hat es eine andere Dynamik, ja. Also der Protest, der Sozialprotest, der vorher nicht hochgekommen ist, ist jetzt in der Latenz. Insofern glaube ich auf Ihre Frage, das geht nicht so einfach weg. Man wird es irgendwie runterdämmen können und irgendwie verstreuen, vertagen können. Aber es wird nicht weggehen, es wird bleiben. Es ist in der Tat ja die eigentliche Frage, ob es sich europäisch artikuliert, soll heißen, ob die Italiener, die Griechen und so weiter jetzt auch mit Gelbwesten, dann hätten wir nämlich im Prinzip so eine Art soziale Krise in Europa. Und fänden Sie das denn gut? Ich sag mal, aus intellektueller, akademischer Sicht will ich jetzt nicht sagen, ich fände das gut. Das hört sich ja immer fast schon so, als wenn man das herbeiredet, ja. Aber was dann passieren würde, wäre wenigstens, dass wir ein kollektives Bewusstsein darüber haben, dass die Eurozone, so wie sie ist, so nicht funktioniert, dass die soziale Krise eine europäische Krise ist und dass wir ihr also europäisch begegnen müssen. Und das würde vielleicht unsere Denkweise, wie wir
aus diesen nationalen Denkschablonen mal rauskommen. Wir, die Deutschen, machen dies und die Franzosen sollen mal so und die Italiener mal so. Das würde uns vielleicht mal dieses Paradigma im Denken ändern, indem wir verstehen, dass wir in jedem Land inzwischen eine zugespitzte Arm-Reich-Verteilung haben, eine zugespitzte Stadt-Land-Krise, dass daraus soziale und politische Probleme erwachsen und dass wir vielleicht darauf andere Antworten finden sollten als immer nur national. Ja, also das wäre ja, wenn sich sowas ausbreiten würde von Frankreich auf andere Staaten, könnte das ja eine im Grunde vernünftige intellektuelle Antwort sein, dass uns die Krise mahnt, die Dinge in Europa neu zu denken und zwar als europäische soziale Krise, auf die wir europäische Antworten finden müssten. Ja, das ist in der Tat ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, denn bei aller Kritik an Macron muss man ja festhalten, dass er ein überzeugter Europäer ist und insofern vielleicht sich solchen europäischen Lösungen nicht unbedingt in den Weg stellen würde. Auf der anderen Seite ist natürlich nicht zu übersehen, dass die Krise schon auch ganz zentral eine Vertrauenskrise ist gegenüber dem gegenwärtigen französischen Präsidenten. Wären denn vor diesem Hintergrund Neuwahlen in Frankreich ein Weg, sei es zur Assemblée Nationale oder eben auch zum Präsidentenamt? Ja, das ist auch so eine deutsche Sichtweise, die natürlich immer voraussetzt, dass das Parlament in Frankreich, dass ein Parlament viel zu sagen hat, ja, Neuwahlen und so weiter. Das übersieht natürlich, dass wir in Frankreich ein semipräsidentielles System haben, wo es immer nur auf den Präsidenten hinausläuft. Und dann ist schon die Frage, was sollen Neuwahlen bringen? Ja, also nach Macron, sage ich mal, kommt nichts Besseres. Da muss sich jeder überlegen, dass wer Neuwahlen in Frankreich, das sind ja da immer Präsidentschaftswahlen, ja. Dann ist halt die Frage, wen haben Sie denn da im Auge? Darf es Marine Le Pen sein? Also, dass da in Frankreich im Moment auch ein politisches Vakuum ist an politischen Führern, die so französischen Sozialisten sind im No Man's Land, dass sich ein starker rechter Rand aufbaut, dass natürlich Marine Le Pen versucht hat, oder Le Rassemblement National, wie der Front National jetzt heißt, politisch Kapital zu schlagen aus diesen Gelbwesten. Übrigens genau wie Jean-Luc Mélenchon auf der Linken. Das sind ja zwei große soziale Bewegungen, eine rechts, eine links. In Frankreich Mélenchon auf der Linken, das Rassemblement National auf der Rechten, aber beide mit einer stark Sozialprotest-Charakterbewegung. Beide haben versucht, die Gelbwesten zu vereinnahmen. Ich glaube, dass weder Mélenchon noch Marine Le Pen sozusagen strukturell mehrheitsfähig sind, mit Blick auf, sie werden das Präsidentenamt nicht bekommen. Frankreich wird es immer noch schaffen, Barrage zu machen. Das heißt, es wird immer so einen letzten Staudamm geben, dass bloß nicht so ein linksradikaler Mélenchon oder so eine rechtsradikale Marine Le Pen sozusagen Präsident oder Präsidentin wird. Aber die schlimme Situation, in der Frankreich ja steckt, ist, dass Macron fast wider Willen immer noch so gerade Präsident wird und wir trotzdem einen 40-plus-Protest im Land haben, der sich gegen den Präsidenten Macron artikuliert. Und das lange durchzuhalten, das ist ja im Prinzip, und das hat ja der Innenminister Cazeneuve letzten Sonntag gesagt, c'est un pays dans l'état d'une guerre civile. Das ist ein Land im Zustand des Bürgerkrieges, ja. Und das lösen sie natürlich mit Wahlen nicht auf, wenn die Wahlen wie in Frankreich systemisch, weil es Präsidentschaftswahlen sind, einen polarisierenden Charakter haben. Na, das sind ja düstere Aussichten. Wie sagte Ingeborg Bachmann immer, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich weiß gar nicht, ob das düstere Aussichten sind. Es wäre einfach mal auch eine deutsche Aufgabe, diese Realität ins Auge zu sehen und das vernünftig zu analysieren und auch zu transportieren. Ich ärgere mich persönlich seit 10 Jahren, dass uns seit 10 oder 15 oder 20 Jahren nichts Besseres einfällt als der alte Singsang von deutsch-französischen Beziehungen oder eben der Singsang von, wenn die Franzosen Probleme haben, dann sollen sie das erstmal alleine lösen und dann sprechen wir wieder mit denen. Oder aber der Singsang von, wenn die Franzosen Probleme haben, sollen sie es doch mal so machen wie wir. Ja? Und alle drei Sachen funktionieren nicht. Und dazu muss man ja auch mal sagen, was hat Macron denn gemacht? Er hat ja vernünftige Vorschläge gemacht, wie er für das, was er da lösen soll, ein europäisches Gefäß bekommt. Das waren seine 4 europapolitischen Reden. Haben wir da irgendwie drauf geantwortet? Nein. Ja, da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn das in Frankreich gerade schief geht und vielleicht mal kapieren, dass wenn das in Frankreich schief geht, dann geht es auch bei uns schief. Wir können ja Griechenland fallen lassen und Süditalien noch dazu. Aber Frankreich ist echt eine andere Nummer. Ja, das war Ulrike Gero, Professor für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität in Krems in Österreich. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Ulf, das ist finster. Findest du nicht? Das sind in der Tat finstere Aussichten für Frankreich, weil sie ja im Grunde so eine Art
ja, wie sagt man auf Deutsch, dass man so eine Art Deadlock-Situation beschrieben hat, ne? So eine Art Sackgasse, wo einfach ganz viele strukturelle Probleme in Frankreich sich überlagern. Ich glaube, das zentrale Problem dürfte in der Tat das politische System sein und eben die Gliederung des Landes in ein bis zwei urbane Zentren und der Rest ist Provinz. Das sind zwei extrem ungünstige Faktoren, um quasi das Land zu reformieren, um irgendwas zu ändern. Und wir können im Grunde eigentlich nur hoffen, dass es Emmanuel Macron gelingen wird, die Menschen auf dem Lande mitzunehmen. Ne? Denn das Stichwort Abwrackprämie zum Beispiel ist ja auch gefallen. Da ist ja so um das Jahr 2008 herum einfach unglaublich viel Geld im Land verteilt worden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Vielleicht fällt ihm ja was in der Richtung ein, um in Frankreich einfach relativ kurzfristig die soziale Situation irgendwie zu entschärfen. Ich weiß momentan da auch nicht mehr sozusagen als Ricky Giraud, die ja viel besser das Land noch kennt als wir beiden, denke ich. Wir haben eigentlich lange, lange verpasst, ernsthaft mal über diesen Krieg im Jemen zu reden. Das ist ein, ja, wie sagt man, das ist unser Fehler. Es ist laut UNO eine der größten, wenn nicht sogar die größte humanitäre Katastrophe gerade auf der Welt. Hunger, Krieg und viele Tote. Und in dieser Woche gibt es aber so einen ganz, ganz, ganz leichten Hoffnungsschimmer am Horizont. Es haben nämlich Friedensverhandlungen begonnen. Und das ist endlich mal Anlass für uns, einen Blick auf diesen Krieg im Jemen zu werfen. Und da haben wir uns wie gewohnt einen kompetenten Gesprächspartner besorgt. Das ist Oliver Ramme. Ganz herzlich willkommen, Oliver. Ja, hallo nach Berlin. Du bist Journalist und warst einer der wenigen, die dieses Jahr im Jemen waren vor Ort. Du warst da für ARD Fernsehen und das Deutschlandradio, hast für die Medien berichtet. Erklär doch mal, warum ist das so schwer, in den Jemen zu kommen? Weil diejenigen, die das Sagen haben, kein Interesse haben an westlicher Berichterstattung. Und diejenigen, die das Sagen haben, das sind in erster Linie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben schlechte Presse bekommen, weil, wir erinnern uns auch, das gab ja diese Vorfälle, Bombardements der Saudis auf jemenitische Hochzeiten und so weiter. Das wollen die vermeiden und deswegen ist es ganz schwer, dort in dieses Land reinzukommen und man muss lange anstehen. Man muss alle Hebel in die Wege setzen. Bei mir ging es etwa ein Jahr, bis ich überhaupt rein konnte. Ja, aber es ist Ihnen oder es ist dir, Oliver, vielmehr gelungen, in den Jemen reinzukommen. Was hast du denn jetzt konkret gemacht, als du im Land warst? Ich bin in Aden gewesen. Das war auch die einzige Möglichkeit, überhaupt nur in dieses Land reinzukommen. Es gibt paar ganz wenige alte Flugzeuge, die da noch hinfliegen von der staatlichen jemenitischen Airline, die das noch dürfen und mit denen kann man dort einreisen. Aber wie gesagt, sehr schwierig, eine sehr lange Prozedur auch. Und ich hatte dann vor Ort schon über die Kontakte hier mir Stringer organisiert, also Journalisten, jemenitische Journalisten, die mir dann dort vor Ort geholfen haben, mich dort zurechtzufinden und habe versucht, soweit es möglich war, mich auch in die Peripherie von Aden, der Hauptstadt des ehemaligen Südjemen, zu begeben und versucht mal nachzufühlen, wie gut oder schlecht das wirklich diesem Land geht. Und da kam auf der einen Seite heraus, dass die Region gut versorgt ist. Also es gab volle Märkte, es gab volle Restaurants auch interessanterweise. Also dieses Hungerbild, was wir vom Jemen immer haben, das stammt eher aus dem Norden. Oder Menschen aus dem Norden flüchten in den Süden in Flüchtlingslager dort. Die habe ich auch gesehen, die dann auch sehr ärmlich dort leben müssen, weil auch die Versorgung ganz schwer ist. Denn die Häfen sind quasi gesperrt, auch blockiert wegen Krieg, weil die Kräfte dort eben Angst haben, dass Munition hineingebracht wird. Deswegen ist das alles sehr schleppend. Und die Versorgung ist dadurch schwierig und es fehlt vor allen Dingen an Geld. Das heißt, die Reichen, die Wohlhabenden, die haben nach wie vor Geld und die Möglichkeit, sich zu versorgen. Aber die vielen Armen, die auch, ich sag mal, von der Hand in den Mund leben, die sind sozusagen die ersten Opfer auch dieses Krieges gewesen. Und die sind diejenigen, die dann, von denen wir auch diese schrecklichen Bilder dann auch sehen. Jetzt gibt es ja externe Staaten und ja, Staaten, die dort mitmischen. Und es gibt aber auch, auf die kommen wir gleich zu sprechen, es gibt aber auch interne Kriegsparteien. Also erklär uns doch mal kurz und knackig, soweit das eben geht, wer da im Jemen eigentlich gegeneinander kämpft.
Ich würde mal innen anfangen. Ja. Im Grunde, also das sehen wir jetzt auch bei den Friedensverhandlungen, das sind ja eigentlich keine Friedensverhandlungen, das ist ja noch ein Schritt vor dem Schritt des Schrittes zur Friedensverhandlung, was wir da gerade in Stockholm erleben. Dort sitzen zwei Gruppen am Tisch. Das ist zum einen sind das die viel beschriebenen Houthi-Rebellen. Auf der anderen Seite haben wir die sogenannte international anerkannte Regierung des Jemen. Das klingt schon sehr verschraubt und auch ein bisschen komisch. Und das ist auch komisch, denn diese Regierung, die zwar international anerkannt ist, hat eigentlich im Land selber keinerlei Anerkennung mehr. Sie ist quasi kraft- und saftlos. Während die Houthi-Rebellen ja 2014, 2015 einen extrem erfolgreichen Krieg gegen diese Regierung geführt hat. Das war ein Krieg, der auch ganz klar gespeist war durch das Begleichen alter Rechnungen. Da hat sich ganz viel aufgestaut in diesem Land und die Houthi-Rebellen zahlen es jetzt dieser Regierung heim und haben das damals auch mit Erfolg geschafft, 2014, 2015, so dass diese Regierung vertrieben worden ist. Und zwar ins Exil nach Saudi-Arabien, ist mittlerweile wieder zurückgekommen, weil Aden zurückerobert werden konnte. Also die Houthi-Rebellen wurden dann wieder vertrieben. Und zwar, weil eben externe Kräfte wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate da mitgeholfen haben. Ja, genau. Wir mal, vielleicht ganz kurz noch zu den Houthi-Rebellen, weil ich sagte, die haben eine alte Rechnung auf. Die gehören zu den Saiditen. Die sind wiederum religiös verwandt mit den Schiiten und die Schiiten sind hauptsächlich im Iran vertreten. Und daher kommt auch immer wieder dieser Vergleich oder dieser Gedanke, dass Iran etwas mit den Houthi-Rebellen zu tun hat, was schwer zu beweisen ist. Es wird zwar immer wieder kolportiert, aber die Beweislage ist da etwas brüchig. Aber die Houthi-Rebellen haben, wie gesagt, einen sehr erfolgreichen Krieg gegen die Regierung geführt. Und zwar deshalb, weil sie über die Jahrzehnte gegängelt worden ist. Und jetzt sind ja schon ein paar Stichworte gefallen, welche ausländischen Akteure eine Rolle spielen. Kannst du das noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen plastisch zusammenfassen, welche ausländischen Staaten da in diesen Krieg in Jemen hineinregieren, quasi hereinspielen und auf wessen Seite die jeweils einzuordnen sind? Ja, bevor ich darauf komme, vielleicht noch ganz kurz einen dritten Player, der da noch eine ganz große Rolle im Jemen selber spielt, nämlich die sogenannten Separatisten des Südens. Es war ja, der Jemen war früher mal ein geteiltes Land. Nord- und Südjemen gab es mal. Der Süden war kommunistisch. 1990, hört, hört, gab es auch dort eine Wiedervereinigung. Aber seit dieser Wiedervereinigung haben sich die Menschen im Süden ständig auch gegängelt gefühlt von der Regierung. In Sana'a, also ähnlich wie die Houthis oder die Saiditen im Norden, haben sich die Südjemeniten auch gegängelt gefühlt und auch die reiben sich jetzt die Hände, dass diese Regierung endlich so schwach ist. Und auch diese Menschen im Süden streben nach Unabhängigkeit, weil sie über die letzten Jahrzehnte seit der Unabhängigkeit, seit der Wiedervereinigung, Entschuldigung, auch ständig geknebelt worden sind. Also diese drei völlig schräg gegeneinander laufenden Gruppen haben wir alleine im Jemen. Und jetzt zu eurer Frage, mit was extern läuft. 2015 griff dann Saudi-Arabien ein, zusammen hauptsächlich mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und kämpften gegen die Houthi-Rebellen, konnten sie wieder in den Norden zurückdrängen. Und warum tun sie das? Warum sind diese Gruppen eingestiegen? Zusätzlich zu den Amerikanern übrigens, auch Großbritannien ist involviert. Für Saudi-Arabien ist es hauptsächlich der Gedanke, dass die Houthi-Rebellen mit dem Iran in einem Boot stecken und das wäre fatal für Saudi-Arabien, dass der Erzfeind sich auch noch auf der arabischen Halbinsel, nämlich im Jemen, breit macht. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die immer so ein bisschen im Schatten der Saudis stehen, haben ein ganz anderes Ziel. Die sind nämlich, haben eher geostrategische Ziele. Da können wir jetzt einfach mal die Hörerinnen und Hörer bitten, eine Landkarte rauszuholen, sich das mal genauer anzuschauen. Ja, das ist nur kurz der Hinweis. Also wir kopieren wieder eine Landkarte als Kapitelbild rein. Das heißt, diejenigen, die ein entsprechende Software, ein iPod, Podcast-Client installiert haben, die können jetzt auf ihr Smartphone gucken und sehen dann eine Karte der Region. Deswegen kannst du da ruhig recht konkret werden. Okay, wunderbar. Also diese Landkarte, wenn wir uns die anschauen von der arabischen Halbinsel, sehen wir, etwas im Norden liegend die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir kennen natürlich Dubai und Abu Dhabi. Und wenn von dort ein Schiff startet Richtung Rotes Meer, müssen diese Schiffe um den Golf von Aden oder durch den Golf von Aden fahren. Während die Saudis einen eigenen Hafen haben in Jeddah, also nördlich des Jemen. Das bedeutet, dass
weitergedacht bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Man möchte geopolitische Stabilität haben und die hat man nicht gesehen durch einen wackeligen Jemen. Und deswegen versucht man dort Fuß zu fassen, um diesem Land eine eigene Stabilität aufzudrücken, um möglichst zu vermeiden, dass dort vielleicht mal Piratenangriffe auf Schiffe starten könnten, die dann von den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen, mit Öl geladen, oder dass womöglich dort der IS oder die oder andere terroristische Gruppen Fuß fassen. Die sind nämlich dort auch vertreten. Das heißt, die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen geostrategischen Ansatz und die Saudis sehen eigentlich in den Houthi-Rebellen eher einen Gesandten des Erzfeindes Iran. Okay, das heißt also, die Vereinigten Arabischen Emirate wollen halt ihre Schiffe Richtung Europa schicken und wollen halt verhindern, dass da im Sudan, sagen wir mal, Kräfte sitzen, die ihnen das vielleicht erschweren. Im Jemen meinst du? Im Jemen, Entschuldigung. Mhm. Dass da im Jemen Kräfte sitzen, die ihnen das vielleicht erschweren, Schiffe erobern oder angreifen. Das ist ein bisschen hypothetisch, ja, aber es ist genau. Auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, lesen. Iran wird immer genannt, ist aber nicht bewiesen, dass er die Houthi-Rebellen unterstützt. Im Grunde ist ganz schwer zu beweisen in dem Land. Wir hatten ja eingangs davon gesprochen, wie schwer es ist, in dieses Land zu kommen. Und wir wissen immer, dass in einem Krieg die Wahrheit zuerst stirbt. Und es wird natürlich gebetsmühlenartig gesagt, dass der Iran involviert ist auf gleicher Höhe mit den Houthi-Rebellen. Aber es mangelt ein wenig an Beweisen. Die Waffenlieferungen, von denen ja oft gesprochen wird, das ist auch ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite lobt sich Saudi-Arabien dafür, den Staat abzuschotten. Auf der anderen Seite behauptet Saudi-Arabien immer wieder, dass die Houthi-Rebellen iranische Waffen benutzen würden. Das stimmt auch, weil der alte Machthaber Salih tatsächlich hergegangen ist und recht viele Waffen auch übernommen hatte oder bekommen hat aus dem Iran. Das sind aber noch alte Waffen aus den, ich sag mal, 70er, 80er Jahren, auch 90er Jahren. Das heißt, die Houthi-Rebellen nutzen im Prinzip jetzt alte Waffenbestände der ehemaligen Diktatur dort. Aber es ist schwer zu beweisen, inwiefern der Iran heute noch die Houthi-Rebellen militärisch mit Rüstungsgütern und so weiter unterstützt, da dieses Land ja derart isoliert ist auch. Und es ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass sich iranische Söldner, Soldaten, Ausbilder und so weiter im Jemen befinden und die Houthis dort unterstützen. Ich glaube aber, was auf jeden Fall sicher ist, dass man sich die Hände reibt in Teheran über jede Schlagzeile, die dort produziert wird. Wie ist denn die Rolle der USA und Großbritanniens? Das hast du ja auch schon gesagt und kurz angeschnitten. Ja, die leisteten Logistik, also die Saudis können mit ihren Flugzeugen nicht so weit fliegen, deswegen gibt es eine Luftbetankung, die wird von den Vereinigten Staaten vor allen Dingen betrieben. Aber die Amerikaner haben im Grunde erstmal einen ganz anderen Feind. Die kämpfen gegen Al-Qaida und gegen den IS und das tun sie mit Drohnen. Die Amerikaner haben, ähnlich wie die anderen Alliierten dort, keine Bodentruppen. Sie operieren von See aus, schicken Drohnen oder irgendwelche anderen, vielleicht Marschflugkörper, auf Ziele, die sie für ausgemacht halten von dem IS oder der Al-Qaida. Interessant ist auch, dass auch alle anderen Parteien keine Bodentruppen haben. Deswegen ist dieser Krieg auch so mühselig, denn ein Krieg nur aus der Luft zu gewinnen, ist sehr schwierig. Die einzigen, die tatsächlich ein paar Bodentruppen entsandt haben, sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Wie ist denn die humanitäre Situation? Also als Ergebnis dieses jahrelangen Krieges und dieser internationalen Gemengelage? Man muss ja sehen, dass der Jemen immer schon das Armenhaus der arabischen Welt war. Wir wissen um die enormen Reichtümer, die diese Staaten dort unten haben, natürlich auch aufgrund der Bodenschätze. Und da ist der Jemen ist nicht besonders beglückt damit. Es gibt ein paar Öl- und Gasvorkommen, aber das ist relativ begrenzt. Und das findet dann auch noch im Grenzgebiet zu Saudi-Arabien statt. Das heißt, die haben auch schon von jeher immer einen großen Konflikt gehabt um die Grenzziehung.
Das heißt, der Jemen war im Grunde auch schon immer angewiesen auf Nahrungsimporte. Das Land ist trocken, ist sehr zerklüftet, hat zu wenig Wasser für die relativ große Bevölkerung, sind 25 bis 30 Millionen Menschen, die dort leben, ist dafür aber sehr wüstenhaft. Das heißt, die Ernährung dort war oder die nachzuhalten war schon immer sehr schwierig. Deswegen war das Land auf Importe angewiesen und jetzt ist dieser Import quasi eingebrochen durch den Krieg und damit ist schon alleine eine Katastrophe vorausprogrammiert und durch diese ganzen Sanktionen, die dort jetzt auch noch stattfinden, plus dass es schwer ist, Medizin aufzutreiben und so weiter, muss man einfach sagen, dass es ein bitterarmes Land getroffen hat, welches noch zugeschnürt und isoliert wird und ich glaube, den Rest können wir uns einfach auch mit wenig Fantasie und Horrorfantasie hinzudichten. Ja, in der Tat klingt das nach einem ziemlich düsteren Szenario, aber auf der anderen Seite gibt es ja, das war ja auch das Stichwort, weswegen wir uns dieses Themas in dieser Woche einmal annehmen wollten, jetzt doch einen gewissen Hoffnungsschimmer. In dieser Woche haben in Stockholm die Friedensverhandlungen für den Jemen begonnen. Wer sitzt denn da eigentlich am Tisch und welche Aussichten haben diese Friedensverhandlungen tatsächlich zu einer Befriedung der Situation zu führen? Also da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Da sitzen die Houthi-Rebellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Regierung oder was davon noch übrig ist. Und was tun die? Sie reden miteinander momentan und sie reden nicht über den Frieden, wie das Land mal irgendwie aufgeteilt werden könnte, wie sieht eine mögliche Form der Demokratie, des Föderalismus und so weiter aus. Nein, nein, gar nicht. Sondern die reden momentan nur über Gefangenenaustausch. Wie kann der logistisch ablaufen und wie gehen wir mit den Verletzten um? Gibt es Möglichkeiten, diese Leute auszufliegen? Und das wurde jetzt auch schon teilweise getan. In den letzten Tagen kam es ja zu Flügen und so weiter. Das ist momentan das, worüber diese beiden Gruppen miteinander reden. Aber, also erstmal positiv, dass man sich zusammengefunden hat. Man redet wohl auch direkt miteinander, was eher ungewöhnlich ist. Man hat sonst immer über Eck miteinander gesprochen, über UN-Vermittler. Also man merkt auch, dass diese beiden Parteien extrem ausgeblutet sind und dieser Krieg ist, ich denke, von keiner Partei zu gewinnen. Das hat sich auch in den letzten Jahren deutlich gezeigt. Das ist ein Stellungskrieg, der eigentlich nur ein Opfer kennt, nämlich die Zivilbevölkerung. Das Interessante ist ja, dass momentan verhandelt wird über verletzte Soldaten, aber es wird überhaupt nicht gesprochen über eine bis ins Mark getroffene Zivilbevölkerung, aber das nur am Rande. Das heißt, um dort einen nachhaltigen Frieden zu erzeugen, da müssen noch viele, viele Verhandlungen geführt werden und vor allen Dingen müssten dann eigentlich noch mehr Mächte mit am Tisch sitzen. Aber ich fürchte halt, dass die Wünsche oder die Forderungen dieser einzelnen Mächte so groß sind und so weit auseinander liegen, dass es ganz schwer ist, da überhaupt ein Kommuniqué zu schaffen. Und deswegen bin ich zwar froh, dass man jetzt miteinander redet und wirklich vernünftig offenbar miteinander redet, aber es ist noch ein verdammt, verdammt langer Weg. Also man kann das auch in Teilen durchaus vergleichen mit dem Syrien-Konflikt. Jetzt hast du ja die Rolle von Saudi-Arabien geschildert. Der Kronprinz von Saudi-Arabiens, würde ich sagen, steht nicht nur unter Verdacht, sondern ihm ist mehr oder weniger nachgewiesen worden. Die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben. Das war ja ein saudischer Journalist, der für die Washington Post gearbeitet hat und der wurde in der im saudischen Konsulat in Istanbul sehr, sehr grausam umgebracht. Welche Auswirkungen hat dieser Mord an Khashoggi denn für diese Friedensverhandlungen? Kann man das irgendwie benennen? Ja, ich glaube, dass das schon auch ein Kehrtpunkt ist oder ein Wendepunkt in diesem ganzen Konflikt, dass man durch diesen Mord tatsächlich gezwungen wurde, im Königshaus einen anderen Kurs einzuschlagen. Und dieser Krieg im Jemen war ja schon immer äußerst kritisch gesehen worden, natürlich auch durch die vielen zivilen Opfer, die er da gefordert hat. Es war ja nie ein populärer Krieg. Salman ist, glaube ich, in diesen Krieg gegangen, in dem Glauben, dass er das da sehr schnell lösen kann mit seiner militärischen Übermacht, die er ja auch hat. Ist ja, glaube ich, eine sehr moderne Armee. Aber sie haben sich festgefahren in den Bergen des Jemen. Das ist ja ein sehr zerklüftetes Land, wie ich auch schon beschrieben habe. Es ist ein Guerillakrieg, der von oben aus ganz schwer zu führen ist. Das heißt, dieser Krieg war von vorne herein immer sehr unpopulär. Und jetzt kommt noch diese Khashoggi-Geschichte dazu. Da war,
glaube ich, jetzt klar, dass wahrscheinlich auch mit Druck aus den USA mal ein Zeichen gesetzt werden musste in Richtung Verhandlungen, wie sehr sich diese Verhandlungen nachher dann doch noch positiv gestalten, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen oder wie groß der Wille auch seitens der Saudis ist, aber klar ist eben auch geworden in den letzten Jahren, dass dieser Krieg eigentlich nur Opfer bringt und kein Gewinn. Könnte man denn sagen, wenn die Saudis das Ganze nur machen können und so viel Einfluss nehmen können, weil die USA sie unterstützen mit Waffen und Support, dass der Krieg enden würde, wenn die USA sagen würden, wir unterstützen euch nicht mehr, die Saudis? Ich bin da skeptisch, weil auch schon intern im Land selber die Gemüter so aufgeheizt sind, auch über die Jahrzehnte durch Unrecht, durch Unterdrückung, durch Gewalt, durch Mord. Das ist ja einer groß angelegten Verhandlung bedarf. Also ich sehe Saudi-Arabien als einen Teil dieses Konflikts, die, wenn man denen bestimmte Zugeständnisse machen würden, könnten die sich vielleicht da herausziehen, aber es bleiben eben auch noch die vorhin schon von mir beschriebenen mindestens drei völlig gegeneinander laufenden Kräfte im Jemen und die auch schon zu befrieden, ist ausgesprochen schwierig. Also ich würde mal sagen, wenn Griffiths, der Sonderverhandler oder der Verhandler der Vereinten Nationen, wenn es ihm gelänge, einen Friedensschluss da irgendwie hinzukriegen, der auch wirklich hält, dann ist er der Top-Kandidat für den Friedensnobelpreis. Ja, das klingt ja nach schwierigen Verhandlungen in Stockholm. Du hast eben außerdem auch schon angedeutet, dass es im Grunde längst gar keine echte Zentralregierung mehr gibt. Die ist also formal zwar noch im Amt, aber hat längst nicht mehr die Kontrolle über das Land. Würdest du denn vor diesem Hintergrund sagen, dass es überhaupt Aussichten gibt, so wieder sowas wie eine Zentralgewalt zu etablieren, der sich dann auch alle Konfliktparteien unterwerfen, sodass das Land als Ganzes erhalten bleiben kann? Oder würdest du denken, dass das allenfalls noch sagen wir so, ein loser Staatszusammenhang von mehr oder weniger unabhängig regierten Gebilden sein wird? Ich habe mich darüber natürlich auch mit den Leuten im Südjemen unterhalten und gefragt, wie stellt ihr euch eine Zukunft vor? Und die sagten eigentlich alle, wir möchten wieder unseren unabhängigen Staat haben, unser eigenes Südjemen. Das zum einen. Wie stark die wiederum sind, hängt ganz stark natürlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten ab, die ja dann auch ihre eigene geostrategische Suppe dort unten kochen. Die Houthis, das sind ja, vielleicht muss man auch mal klar machen, das sind ja auch Jemeniten. Das ist ja nicht irgendein Volk, was da so reingestürmt gekommen ist aus der Wüste oder so, sondern das sind Jemeniten, die möchten halt auch wieder in irgendeiner Form an die Macht. Die waren ja früher eben auch sehr mächtig. Ich glaube, wenn überhaupt ein Jemen in irgendeiner Form bestehen bleibt, dann kann das nur ganz stark auf föderalen Kräften laufen oder vielleicht sogar tatsächlich, dass man bestimmte Regionen voneinander trennt und autonome Staaten bildet. So in diese Richtung könnte ich mir einen zukünftigen Jemen vorstellen. Ich glaube nicht, dass es eine Zentralregierung gibt, die quasi für alle spricht, mit der alle zufrieden sind. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen im Jemen herrscht. Das entzieht sich meiner Fantasie. Ja, vielen Dank soweit. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Oliver Ramme. Er war Anfang des Jahres als einer der ganz wenigen Journalisten aus dem Westen im Jemen zu Besuch und berichtete unter anderem für ARD, TV und Deutschlandradio. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Okay, ich würde sagen, damit ist die Lage auch für diese Woche ausführlichst. Ja, fast zwei Stunden Lage. Vielleicht sind zwei Interviews ein bisschen viel, könnt ihr ja auch mal ein bisschen Feedback geben. Aber wir lassen das jetzt einfach mal drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Lage wurde euch präsentiert von unserem Werbepartner Ford Nutzfahrzeuge und den neuen Transitmodellen. Wirtschaftlich, leistungsstark und topmodern. Mehr dazu unter ford.de. Genau, das Schöne ist ja, darauf können wir an dieser Stelle nochmal wieder hinweisen, dass man mit modernen Podcast-Playern auch ganz beliebig hin und her springen kann. Da gibt es die sogenannten Kapitelmarken, die der Philipp auch sehr, sehr eifrig und ausführlich setzt. Mit anderen Worten, da könnt ihr alle Themen eurer Wahl anspringen direkt im Podcast und auch mal eins überspringen, falls es euch nicht so sehr interessiert. Insofern macht es sowieso Sinn, auch da an dieser Stelle nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, eine Podcast-App einzusetzen. Es geht natürlich auch in anderen Formaten, zum Beispiel bei Spotify oder im Web, aber
Mit einem richtigen Podcast-Player ist es doch einfach wesentlich komfortabler. Insofern würden wir euch sehr empfehlen, so eine App einzusetzen. Dann seht ihr zum Beispiel bei vielen Folgen auch so mediale Zusatzangebote. Zum Beispiel, wenn wir über eine Region sprechen, blenden wir da eine Karte ein. Und da gibt es noch viele, viele andere schöne Gimmicks. Insofern Podcast-Player, glaube ich, gehören auf jedes Smartphone. So, jetzt machen wir aber Klappe zu. Wir hören uns ja schon wieder am Freitag. Wir sind jetzt wieder ein bisschen im Rhythmus. Freitag oder Samstag, je nach, Freitag nehmen wir auf, wahrscheinlich Samstag, irgendwie so, wird es dann wieder zur gewohnten Zeit erscheinen. Wir danken euch für eure Geduld, wir danken euch für eure Energie, dass ihr so lange hier durchgehalten habt, freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.